Ich heiße Helmut Lungenschmidt, bin in St. Leonhard bei Freistadt geboren, dort auch aufgewachsen, habe dort die Volksschule besucht und die Hauptschule. Bin jetzt 52 Jahre alt und das Erlebnis hatte sich vor 37 Jahren abgespielt, also damals mit 14 Jahren. Mein weiterer beruflicher Werdegang ist dann so, ich habe dann maturiert, war in Horn in Niederösterreich im Canisiusheim und habe dann die Polizeischule in Linz besucht, war dann auch 13 Jahre Polizist und habe mich dann noch einmal für etwas anderes entschieden, auch in erster Linie aus dem Grund, weil ich einfach mehr noch in meinem Sterbeerlebnis gesehen habe. Ich wusste, dass das nicht das Ende war meines Berufsganges und habe mich dann noch einmal entschieden zu studieren und habe den radiologisch-technischen Assistenten gemacht, habe dann 19 Jahre auch in diesem Beruf im Krankenhaus gearbeitet und dann habe ich gewusst, es kommt noch etwas und ich sollte mich nicht zu sehr in diesen Beruf verlieben, weil ich wiederum loslassen muss. Und so ist es dann auch eines Tages gekommen. Und ich habe mich dann bei einer Medizintechnikfirma beworben, eigentlich österreichweit dann. Und da ist es auch dann beim Gespräch so gewesen, dass ich diese Person, die mir da gegenüber gesessen war, der Mann, der jetzt seit 5 Jahren mein Chef ist, kannte ich bereits aus meinem Sterbeerlebnis. Und so habe ich auch diese markanten Stationen in meinem Leben damals als 14-jähriges Kind schon sehen dürfen. Das Ganze hat sich 1973 abgespielt. Ich besuchte damals das Gymnasium in Horn in Niederösterreich und in den Semesterferien war ich zu Hause und bekam arge Zahnschmerzen. Ich habe das ein bisschen auf die lange Bank geschoben, 4, 5 Tage. Weil ich einfach ja, Angst hatte vor dem Zahnarzt und wie es dann also nicht mehr besser geworden ist und die Schmerzen immer heftiger wurden, hat mich dann mein Bruder zusammengepackt und sagt so, Helmut, Ausschluss, jetzt fahren wir, nächste Woche ist wieder Schulbeginn, fahrst mit dem kaputten Zahn da herum und versäumst dann womöglich noch Stunden in der Schule. Dann sind wir zum Zahnarzt gefahren und der erste war hatte da keine Zeit oder war auf Urlaub, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Jedenfalls, wir sind dann zum nächsten gefahren und beim nächsten Zahnarzt war es dann so, ich habe mich da auf den Sessel gesessen und er hat mir da eine neue Methode vorgeschlagen, weil ich einfach merkte, dass der Zahn so stark schmerzte, dass ich einfach nicht wollte, dass er ihn plombiert. Und wenn plombiert, dann eben so, dass ich nichts davon merke. Und er war da voller Begeisterung, der Zahnarzt, hat mir eben diese Lachgasmethode vorgeschlagen. Das ist die Methode mit Stickoxid, NO2. Und ich habe natürlich dann sofort eingewilligt und das hat nicht lange gedauert. Dann hat er mir es ganz kurz noch erklärt, wie das funktioniert. Ich brauche nur ein paar Mal tief einatmen, er setzt mir eine Maske an den Mund, an die Nase und dann ist es, wenn ich aufwache, ist der Zahn weg und ich werde nichts gespürt haben. Und dann haben wir damit begonnen, mit dieser Prozedur, ganz bewusst Prozedur, das hat sich zur Prozedur dann entwickelt. Er setzt mir die Maske an das Gesicht und ich wollte da gleich einmal normal einatmen, wie er es gesagt hat, etwas heftiger und habe dann gleich einen richtigen Hustenreiz bekommen. Habe die Maske runtergerissen. Ich habe das Gefühl gehabt, wenn ich da jetzt noch einen zweiten Atemzug mache, dann halte ich das absolut nicht mehr aus. Da passiert etwas in meinem Körper, wo ich innerhalb von Bruchteilen von Sekunden bemerkt habe, da passiert irgendwas, was ich absolut nicht will und nicht möchte. Habe mir dann die Maske runtergerissen und na, können Sie sich vorstellen, der Zahnarzt war natürlich hoch erfreut, und hat das Schimpfen begonnen mit mir und hat gesagt, das gibt's doch nicht, jetzt bist schon so alt, 14 Jahre, brauchst du die Maske nicht runterreißen. Er hat eh bemerkt, dass ich einen fürchterlichen Hustenanfall hatte. Und er hat mir dann das Ganze noch einmal erklärt und hat gesagt, einfach zweimal
zwei, dreimal tief einatmen, dann ist das Ganze vorbei. Und ich habe mich dann natürlich noch einmal bemüht, er setzt mir die Maske dann wieder an, ans Gesicht. Und ich habe dann wieder tief eingeatmet und habe aber bemerkt, dass einfach dieser Hustenreiz schon wieder da ist. Und ich habe aber auch bemerkt, dass ich habe das Gas richtig gerochen und geschmeckt, weil einfach die Intensität des Gases, die Schwester, die da auch mit assistierte, hat das Gas so stark aufgedreht, weil sie vorher meinte, es war zu wenig. Und sie hat auch die Anweisung so vom Arzt bekommen, mir aufzudrehen, und das war halt dann einfach zu viel. Und ich habe das aber dann wirklich gemerkt, diese große Intensität, der Gasgeruch, der starke, und um einfach nicht wieder geschimpft zu bekommen vom Zahnarzt, habe ich dann noch einmal ordentlich einen tiefen Atemzug gemacht und habe dann bemerkt, obwohl ich dieser Hustenreiz sofort wieder hochkam, habe aber dann bemerkt, dass irgendwie ich das Bewusstsein jetzt verliere. Ich bin dann eingetaucht in eine große Finsternis. Ich habe noch gehört, wie der Arzt dann gesagt hat, so, jetzt können wir beginnen. Und ich dachte mir noch, er soll noch ein bisschen warten, denn ich kann ja noch alles hören. Und war dann aber komplett weg. Ich habe dann auch seine Stimme nicht mehr hören können und bin dann in eine ganz tiefe, große Finsternis eingetaucht. Das Bewusstsein habe ich verloren, aber ich hatte selber noch ein Bewusstsein. Ich hatte das Bewusstsein verloren, einfach Stimmen zu hören und etwas zu sehen. Und ich hatte aber ein inneres Bewusstsein. Ich war nicht in dem Sinn ausgelöscht, sondern ich fühlte einfach diese große Finsternis, in der ich mich dann befand, und hatte dabei große Angst. Und ich wusste nicht, was mit mir da jetzt geschehen war. Und ich wollte mich aus dieser Finsternis heraus befreien und konnte aber, ich wusste nicht, wie ich das machen sollte. Ich hatte eben dieses Bewusstsein, dass es mich noch gab, aber ich konnte absolut nichts steuern. Ich wollte einfach aus dieser Angst, aus dieser großen Angst herauskommen. Und ich hatte dann das Glück, ich hatte dann plötzlich in dieser großen Finsternis ganz am Ende, sage ich jetzt einmal, räumlicher Begriff war in dem Sinn nicht so da, dass ich das jetzt als ein Zimmer etc. irgendwie einstufen hätte können. Aber ich sage jetzt einfach so, wie ich es empfunden hatte, ich war ganz in der Entfernung, ganz hinten, ganz weit weg, hatte ich dann einen ganz winzigen kleinen Lichtpunkt gesehen. Und dieser kleine Lichtpunkt, da fühlte ich plötzlich, ich muss dahin. Das ist der einzige Rettungsanker, um aus dieser großen Finsternis herauszukommen. Und ich wusste aber nicht, wie ich da hinkomme. Ich habe nur diesen kleinen Punkt gesehen, und der war anfangs, hatte Stillstand sozusagen. Und ich habe mich dann bemüht, ich habe nachdenken können, ich habe mich geistig anstrengen können und habe mich dann diesem Lichtpunkt begonnen entgegenzubewegen. Und dann hat auch der Lichtpunkt, also ist minimal immer größer geworden, und dieser Lichtpunkt hat auch so kreisförmig Lichtschein, also kreisförmige Licht, eine Lichtquelle ausgeschickt, die zu mir herkam. Und ich hörte dann auch immer einen Ton, genauso wie man in diesen U-Boot-Filmen zum Beispiel diesen Piepston hört, dieses Navigationsgerät da, so muss man sich das vorstellen, so habe ich das damals gesehen, also aus diesem Lichtschein heraus, aus diesem Lichtpunkt sind wellenförmig Töne und kreisförmige Lichtringe zu mir hergekommen, und ich habe mich dann immer schneller bewegt, immer schneller, 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 und war froh, als ich da in Richtung dieses Lichtpunktes so schnell vorankam. Wenn man das jetzt mit irgendetwas vergleichen möchte, diese Bewegung, dann kann ich dazu nur sagen, einen Begriff, den ich so auch nicht kenne, nur von der Mathematik her, eben die Lichtgeschwindigkeit. Man kann das nicht mit einem Flug vergleichen, mit einem Flugzeug, sondern war eine große Geschwindigkeit, die ich da hatte und mich eben diesem Lichtpunkt näherte.
Ich hatte dabei immer auch das Gefühl, also die Angst wich immer mehr von mir weg. Mir wurde immer wärmer, angenehmer, je weiter ich mich diesem Lichtpunkt näherte. Und es war dann so, dass ich, dass auch die Umgebung dann diese völlige Finsternis verlor. Und ich konnte dann auch merken, dass eine Nuance von Grau sozusagen dazu kam. Es wurde immer etwas wärmer, etwas wohliger, etwas heller. Und plötzlich war ich in einem Tunnel drinnen. Dieser Tunnel hatte, wie halt ein Tunnel eben, Wände, diese runden Wände gehabt, und an diesen Wänden, es ist dann immer heller geworden und heller geworden, und ich habe dann auch Gestalten wahrnehmen können und sehen können, feststellen können. Das waren Gestalten, die ich so wahrgenommen habe, dass ich von manchen nur ein Gesicht gesehen habe, von manchen nur einen Kopf gesehen habe, von anderen Gestalten den ganzen Körper. Andere Gestalten habe ich wieder gesehen, wo man die Beine nicht gesehen hat, also nur Kopf und Rumpf. Und so habe ich eben verschiedene Wahrnehmungen da gehabt. Und es ist auch immer heller geworden. Ich habe auch gesehen, wie von diesem Tunnel weg auch seitlich wieder Gänge weggegangen sind, wo es wieder irgendwo anders hingegangen ist oder sein muss. Und ich wollte da jetzt, weil ich mich vorher mit so großer Angst befüllt war, ich wollte da jetzt einfach stehen bleiben. Ich wollte da nicht weiter da Richtung diesen Lichtschein, diesen Punkt wandern, und habe dann meine Geschwindigkeit, weil ich eben jetzt stehen bleiben wollte, habe dann automatisch meine Geschwindigkeit verringert und bin da zum Stillstand gekommen und war in diesem Tunnel drinnen. Und ich habe dann versucht, einfach Kontakt herzustellen zu diesen verschiedenen Wesen, was mir eigentlich nicht so richtig gelungen ist. Und ich hatte da auch in diesem Tunnel das Gefühl, irgendwas stimmt da nicht. Eigentlich möchte ich da jetzt nicht mehr weiter und länger sein, und ich möchte da wieder weiter wandern. Irgendwie hatte ich ein mulmiges Gefühl da drinnen. Und ich habe dann einfach wieder losgelassen. Ich wollte dann wirklich keinen Kontakt da haben mit diesen Wesen. Es ist mir irgendwie komisch vorgekommen. Also ich wollte wieder weiter und habe dann einfach mich wieder in Bewegung gesetzt. Das heißt, ich habe einfach eine Geistesanstrengung vollzogen, und in dem Moment habe ich mich wieder weiter in Bewegung gesetzt. Und habe dann gemerkt, der Tunnel, der hat doch da ein Ende, da wird es doch immer heller und immer heller da hinten. Und bin dann weiter durch diesen Tunnel durchgewandert, geflogen, und habe gemerkt, so, jetzt kommt das Ende da draußen. Und das Ende war so, dass ein riesengroßer heller Schein da war, der mich vollends blendete. Also ich habe nichts gesehen, was hinter diesem Schein war. Ich habe gewusst, der Tunnel ist zu Ende. Ich habe gemerkt, ich bin jetzt heraus aus dem Tunnel, und habe aber nichts anderes gesehen als nur Licht. Strahlendes Licht, blendendes Licht. Ich habe die Augen teilweise verschließen müssen, weil ich dieses Licht gar nicht ausgehalten habe, und habe dann aber bemerkt, dass die Intensität dieses Lichtes dann immer weniger geworden ist. Und das wurde dann so wenig, dass ich dann an der linken Seite erkennen konnte, dass sich da ein großer Tisch befand. Ich hatte sonst nichts gesehen, als wie diesen Tisch. Rundherum war es dann wieder dunkel und schwarz. Die Lichtintensität hat dann so weit abgenommen, dass mich das alles nicht mehr geblendet hatte. Und ich habe da gesehen, wie auf diesem Tisch drei Personen bzw. vier Personen gesessen sind. Eine Person auf einer Längsseite, und auf der anderen Längsseite des Tisches sind drei Personen gesessen. Und ich habe gesehen, wie sich die drei Personen mit der einen Person immer abwechselnd miteinander unterhalten haben. Ich habe aber nicht verstanden, was sie gesprochen haben. Ich habe nur bemerkt, da findet eine Konversation statt, aber ich konnte nicht hören, was da gesprochen wurde. Und ich habe dann auch gesehen,
dass sich auf dem Tisch ein riesengroßes Buch befand. Und in diesem Buch haben die drei Weisen geblättert. Und ich habe dann gesehen, wie sich dieses Gespräch dann zu dem Ende neigte. Und dann ist diese eine Person ist dann aufgestanden, ist um den Tisch herumgegangen und hat dann da vorne in der Mitte dieses Raumes, sage ich jetzt dazu, hat sich dann dort aufgestellt. Und ich habe dann gesehen, wie auf dem Tisch eine andere Person wiederum Platz genommen hatte. Und da ist dann auch wieder eine Konversation geführt worden, wo ich auch nicht hören konnte, was da gesprochen wurde. Und es hat sich in etwa gleich so abgespielt, man hat wieder in diesem großen Buch geblättert und nachdem dieses Gespräch zu Ende war, ist diese Person ebenfalls aufgestanden und ist zur Mitte des Raumes vorgegangen und hat sich dort wieder wartend hingestellt. Und dann habe ich dann niemanden mehr gesehen, außer mir selber. Und dann bin ich von diesen drei Personen aufgefordert worden, an diesem Tisch Platz zu nehmen. Und ich habe mich dann hingesetzt und habe mir gedacht, was wird da jetzt passieren? Und die drei Personen haben sich dann bei mir vorgestellt. Sie haben sich als die drei Weisen vorgestellt und haben mit mir ein Gespräch begonnen. Und bevor sie mit mir zu sprechen begonnen hatten, haben sie ebenfalls da in diesem großen, dicken Riesenbuch herumgeblättert und haben dann meine Initialien vorgelesen. Und die haben mir gedacht, das kann es jetzt nicht sein, steht da mein Name da drinnen in diesem Buch? Und ich habe das nicht momentan nicht realisieren können und nicht glauben können und habe dann einfach gefragt, sie sollen mich da reinschauen lassen. Der Tisch war nicht so schmal wie dieser, dass dieses Buch direkt sozusagen vor meiner Nase lag, sondern es lag etwas entfernt, so gefühlmäßig so circa einen Meter. Und dann kamen erst die drei Weisen, die vis-à-vis von mir saßen. Und ich wollte einfach wissen, ob da wirklich mein Name drin stand. Und ich habe gebeten, einfach aufstehen zu dürfen und zu schauen. Und sie haben das bejaht, ich darf danach schauen. Bin aufgestanden, habe mich da über diesen Tisch drüber gebeugt und habe gesehen, da steht mein Name drin, Helmut Lungenschmidt, erstens, zweite, 58 geboren und, meine ganzen Initialen. Und dann ist dort gestanden Leben, Doppelpunkt. Und dann ist mein Leben da drinnen auf verzeichnet gewesen. Und ich habe mich da richtig zurückversetzt gefühlt in die Kinderzeit, dazumals, wie der Nikolaus uns besucht hatte, der hat auch immer so ein Buch aufgeschlagen. Und in den ersten Jahren haben wir uns immer nicht vorstellen können, warum weiß der alles von uns und alles steht in diesem gescheiten Buch drinnen. So habe ich mir das, ist mir das in Erinnerung gekommen. Jedenfalls, da stand alles drinnen und alles war verzeichnet. Und die drei Weisen haben dann mit mir begonnen, über mein Leben zu reden und zu diskutieren und haben mir mein Leben gezeigt. Und es ist mir dann aber nicht nur im Gespräch gezeigt worden, sondern auch, ich habe plötzlich auf der rechten Seite mein ganzes Leben als Film ablaufen sehen dürfen. Und da hat man natürlich alles gesehen. Von der Geburt weg bis zum 14. Lebensjahr habe ich das sehen dürfen. Und ich bin da so ein bisschen abseits gewesen von diesen drei Weisen und habe noch immer ein bisschen vermutet, weil ich da in diesem Film sind mir natürlich Sachen gezeigt worden, wo ich nicht wollte, dass die drei Weisen das jetzt mit mir besprechen. Und was ist es, wenn man etwas nicht besprechen will? Da geht es meistens um Dinge im Leben, die man verbockt hat sozusagen und die man, ja, es sind die Sünden des Lebens, die einem da gezeigt wurden. Neben den schönen Dingen des Lebens wurden einem auch die Sünden des Lebens gezeigt. Und da habe ich eben ein paar Sachen gesehen, wie schon erwähnt, die wollte ich einfach da nicht mit diesen drei Weisen besprechen. Und eine Person dieser drei Weisen hat mich dann darauf angesprochen. Da muss ich jetzt dazu sagen, wenn ich sage darauf angesprochen, dann hat sich die Konversation zwischen mir und den drei Weisen nicht in der Form abgespielt, wie ich jetzt hier spreche und mit Ihnen spreche,
und dass Sie mir, wenn ich etwas frage, eine Antwort geben und ich höre Sie dann auch so sprechen, sondern ich hatte einfach den Gedanken über eine bestimmte Sache und ich schickte einfach den Gedanken vis-à-vis zu meiner Person, den ich diesen Gedanken mitteilen wollte. Und schon bekam ich die Antwort ebenfalls wieder über einen Gedanken zurück und ich wusste sofort, ich konnte sofort wieder reagieren auf diese Antwort. Und da hat eben einer dieser drei Weisen dann auch bemerkt, dass ich diesen Gedanken hatte über diese paar Sachen, was meine Sünden anlangte, die ich da nicht besprochen haben wollte. Und dann habe ich sofort diese Antwort bekommen, dass dass sich an diese Dinge Jesus Christus nicht erinnern wird. Und das waren ganz bestimmte Dinge, wo ich weiß, dass ich diese gebeichtet habe in meinem Leben. Und ich fragte dann auch, ob das der Grund ist, warum sich Jesus Christus daran nicht mehr erinnern will, nicht mehr erinnert. Und da habe ich eben von einem dieser drei Weisen die Antwort bekommen, wenn du Sünden hast, wenn du Sünden gehabt hast und du hast sie gebeichtet in Form der Ohrenbeichte, dann stimmt das, dann wird sich Jesus Christus daran nicht erinnern. Ich habe das natürlich momentan in dem Sinn nicht backen können, warum soll sich Jesus Christus nicht an meine Sünden erinnern können. Jesus Christus ist doch allmächtig, haben wir gelernt, und allmächtig und weiß alles über jeden Menschen. Warum soll er sich da jetzt nicht erinnern können? Und da habe ich eben auch die Antwort bekommen, wenn sie gebeichtet sind, er kann sich natürlich daran erinnern, aber sie werden sozusagen nicht mehr in die Waagschale gelegt. Man hat einfach durch die Lossprechung bei der Ohrenbeichte sozusagen diese Sünden in einer Form erledigt, dass sie einem vergeben sind. Und da möchte ich auch ganz bewusst noch einmal zu diesem Punkt zurückkommen, zur Ohrenbeichte. Die Gottesmutter hat mir im Jenseits auch gezeigt, dass wir Zeiten entgegengehen werden, wo kaum noch jemand beichten geht und beichten gehen will, wo auch die Beichte von vielen Priestern teilweise nicht mehr angeboten wird und auch nicht mehr in der Form angeboten wird, wie es eigentlich sein soll, nämlich in Form der Ohrenbeichte. Und da ist mir auch gezeigt worden, dass da Veranstaltungen stattfinden werden, wo man sozusagen en gros die Sünden vergeben kriegt, in Form dieser, wie es jetzt eben eh schon seit einigen Jahren gibt, in Form dieser Busveranstaltungen. Ich darf Ihnen da eines sagen, Sie gehen in diese Busveranstaltung hinein und Sie gehen heraus genauso, wie Sie hineingegangen sind. Es werden Ihnen keine schweren Sünden vergeben. Was Ihnen da vergeben werden kann, das sind eben lästliche Sünden. Und die lästlichen Sünden, die kriegen Sie auch während der Heiligen Messe vergeben. Und Sie wollen ja die Sünden loskriegen, Sie wollen ja die schweren Sünden, Sie wollen nicht in schwerer Sünde leben. Und deswegen geht man zur Beichte. Und Sie werden sicherlich auch aufgrund dieses Verlangens zu einer Busveranstaltung gehen wollen, damit Ihnen alle Sünden vergeben werden. Und ich sage Ihnen, es ist mir gezeigt worden, es werden die schweren Sünden nicht vergeben. Also alles andere, was Sie in diese Richtung hören, stimmt einfach nicht. Das ist Ihr Weg. Und dann war eben dieses Gespräch, war dann zu Ende und ich musste dann auch aufstehen und musste da vorgehen in die Mitte dieses Bereiches und habe dann sehen dürfen, wie die eine Person, die da aufgestanden ist, zuerst da von der einen Seite auf die andere Seite übersetzen musste. Und dazwischen war ein Steg. Und ich habe gesehen, dass links und rechts dieses Steges, aber in erster Linie auf der linken Seite, waren viele Wesen
Und diese Wesen waren circa, ich sage jetzt mal so, um die 1,5 bis 2, 2,5 Meter unterhalb dieses Steges. Man hat irgendwo das Gefühl gehabt, die können da irgendwie nicht rauf und den Steg nicht irgendwie beeinflussen. Jedenfalls, es war in einer Versenkung, waren diese Gestalten vorhanden. Und ich habe gesehen, wir müssen da alle rüber, wir müssen alle über diesen Steg rüber, auf die andere Seite. Wir konnten da nicht aus. Ich habe mir da gedacht, dann, nein, ich will da nicht drüber, ich möchte irgendwas anderes suchen. Nein, es gibt nur diese eine Stelle. Da haben dann alle drüber müssen über diesen Steg. Und ich habe gesehen, wie die erste Person dann dort gestanden ist und über diesen Steg drüber wollte. Und ich habe gemerkt, wie diese Person da zum Straucheln gekommen ist und einfach diesen Steg da nicht schaffte. Und ich habe auch bemerkt dann, wie diese Person runtergefallen ist von dem Steg und diese Geistwesen, die ich da gesehen habe, die haben voller Freude diese Person sofort aufgenommen, haben sie mitgenommen und sind abgepfiffen mit dieser Person. Wohin, weiß ich nicht. Ich habe nur gesehen, auf der linken Seite sind die alle mit dieser Person dann weggegangen. Möglichst schleunigst hat sich das abgespielt. Und dann war diese zweite Person da noch vor mir, die war dann an der Reihe und musste auch diesen Steg da überqueren und hat versucht eben da drüber zu kommen und hat es auch gewackelt und der Steg hat sich dann auch nicht immer in der gleichen Breite dargestellt. Einmal war er schmäler, einmal war er breiter. Also es hat sich immer andere Situationen haben sich da ergeben. Und ich bemerkte dann, wie diese Person dann von diesen Geistern gehindert wurde, massivst gehindert wurde, diesen Steg zu überqueren. Und sie konnte dann Gott sei Dank doch über diesen Steg heil drüber kommen, obwohl ich gesehen habe, dass diese Geistwesen da ganz massiv Einfluss genommen haben auf diese Person darunter zu bekommen vom Steg weg. Diese Person hat es dann geschafft. Und als nächstes war ich an der Reihe und ich habe dann, wie schon erwähnt, auch das Gefühl gehabt, ich muss da irgendwie ausweichen und ich suche mir da eine andere Stelle. Aber es hat nur diese eine Stelle gegeben und ich kann mich noch erinnern, wie wenn das erst gestern gewesen wäre. Ich habe dann einfach einen Anlauf genommen und habe zu laufen begonnen und bin da über diesen Steg gelaufen. Und beim Rüberlaufen habe ich gespürt, wie mich diese Hände von diesen Wesen da runterziehen wollte. Ich habe diese Wesen an meinen Unterschenkeln ganz massiv gespürt, wie mich die da angetastet und angefasst haben. Und die sind da hochgekommen übers Knie zum Oberschenkel. Und ich habe mir gedacht, ich muss laufen, ich muss da schauen, dass ich da drüber komme. Denn wenn ich da runterstürze, dann irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, das ist, ich komme da wohin, wo ich nicht möchte. Und ich habe dann auch Gott sei Dank diesen Steg so hinter mir bringen können, dass ich dann die andere Seite erreichen konnte, das andere Ufer erreichen konnte. Und ich war dann auf der anderen Seite und plötzlich war wieder alles finster. Und ich hatte das Gefühl, ich bin jetzt wieder in einer Art Finsternis, wie ich es zu Beginn erlebt habe, meines Sterbeerlebnisses. Aber ich hatte nicht mehr diese große Angst, die ich vorher verspürte. Und nach einer ganz kurzen Weile hat sich dann dieses ungute Gefühl, diese ungute Finsternis, die ich da verspürte, plötzlich aufgelöst, indem ich von der rechten Seite, von hinten her, in einem Bogen einen Lichtschein auftreten sah, der dann direkt zu mir vorgekommen ist und direkt vor mir stehen blieb. Und dieser Lichtschein hat sich dann als Lichtsäule vor mir platziert und die Lichtsäule ist dann, diese Intensität hat dann abgenommen von dieser Lichtsäule, dieses Lichtes und aus dem Licht heraus hat sich eine weibliche Person gebildet. Und diese weibliche Person ist dann vor mir gestanden. Diese weibliche Person hat einen Schleier
aufgehabt. Sie hat einen langen Mantel aufgehabt, der bis zum Boden reichte. Diese Person hat wunderschön ausgesehen. Also ich habe in meinem Leben keine zweite so schöne Frau mehr sehen dürfen, als diese Person, die da vor mir gestanden ist. Und ich habe gesehen, diese Frau, die da vor mir gestanden ist, hat rote, weinrote Schuhe angehabt. Und diese Person hat mir dann im Laufe meines ganzen Sterbeerlebnisses dann, wie ich im Jenseits war, sehr, sehr viele Dinge gezeigt. Dinge, die Vergangenheit anbelangen, Dinge, die in der Zukunft liegen und Dinge auch vom Berufsleben von mir. Ich habe sehen dürfen meine Familie, aber nicht in dem Sinn, dass ich gewusst habe, das ist einmal meine Frau, die ich heiraten möchte, oder das sind mal meine Kinder, die ich bekommen werde, sondern ich habe sie einfach in bestimmten Situationen bereits sehen dürfen, die mir damals die Gottesmutter zeigte von meinem zukünftigen Leben, wo ich nicht wusste, dass es meine Frau ist und wo ich nicht wusste, dass es einmal meine Kinder sind. Aber im Nachhinein, wie sich dann bestimmte Situationen, die ich damals während des Sterbeerlebnisses durchleben durfte, sich auch in meinem Leben dann genauso vollzogen haben, dann habe ich gewusst, eigentlich habe ich damals schon meine Frau gesehen und eigentlich habe ich damals schon meine zwei Kinder gesehen. Und ja, das sagt ja nichts anderes, als dass der Plan für uns, für jeden von uns, nicht nur für mich, sondern für jeden von Ihnen, ist dieser Plan Gottes bereits fertig. Also Sie haben genauso diesen Plan fertig, wie ich ihn damals teilweise einsehen durfte. Und da darf man natürlich jetzt nicht den Fehler verfallen, dass man sagt, naja, wenn der Plan eh schon fertig ist, was tue ich dann dazu noch oder was kann ich denn dazu überhaupt noch beitragen? Und es ist ja alles Schicksal, was einem passiert. Das ist es eben nicht. Jesus Christus hat den Plan, Gott hat den Plan für uns bereits fertig, komplett fertig. Das ist von A bis Z komplett fertig. Nur, er hat uns auch einen freien Willen dazugegeben. Und der freie Wille, Jesus Christus hat damals beim Sterbeerlebnis einmal geäußert, er greift den freien Willen, Gott hat uns den freien Willen gegeben. Und er greift den freien Willen, unseren freien Willen, in keiner Situation des Lebens an. Also unser freier Wille, der ist Gott hoch und heilig. Der wird in keiner Situation des Lebens angegriffen. Das heißt auch, dass wenn Dinge passieren und die Menschen schreien dann auf, um Gottes Willen, warum kann denn das Gott zulassen, warum kann denn das passieren? Das ist ja nicht was Gott jetzt verhindern möchte, weil er einfach auf den freien Willen nicht eingreift. Das heißt, wenn wir in Situationen kommen in unserem Leben, wo es problematisch werden kann, dann sind das natürlich auch Kreuze, die er uns schickt, die uns wieder auf diesen Weg, auf seinen Plan, der schon fertig ist, bevor wir überhaupt zu existieren begonnen haben, damit er uns wieder auf diesen Plan zurückbringt. Das heißt, alles, die Kreuze, die uns auf den Weg gestellt werden, das sind im Endeffekt sind das lauter Liebeskreuze von Jesus Christus, lauter Liebeskreuze von Gott, um uns wieder zurückzubringen zu ihm. Jesus hat gesagt, wir werden einer Zeit entgegengehen, es wird die Menschheit wird so viel sündigen, wie die Menschheit noch nie seit Bestehen gesündigt hat. Und wir sind mitten in dieser Zeit. Wir sind mitten in dieser Zeit und ich habe das damals als 14-Jähriger gar nicht so fassen können. Es wurde damals schon auch, aber sicherlich nicht in dieser großen Menge und Anzahl abgetrieben, wie es in der heutigen Zeit passiert. Und aufgrund dieser vielen Dinge, die mir damals der Himmel gezeigt hat, welchen Zeiten wir entgegengehen, aufgrund dieser vielen Dinge, die ich damals gesehen habe und die sich jetzt bereits erfüllt haben,
die sich aber noch erfüllen werden. Es gibt ja viele Dinge noch, die kommen werden. Auch diese große Drangsal, die uns bevorsteht, wie sie auch in der Apokalypse des Johannes beschrieben ist. Diese Dinge habe ich damals alles sehen dürfen. Und ich werde auf dieses Thema dann im zweiten Teil zurückkommen. Vorerst möchte ich, dass ich noch in diesem Bereich etwas vorankomme, dass man sich die Dinge etwas besser noch vorstellen kann, die ich damals erlebt habe. Also viele Dinge hat mir dann die Gottesmutter gezeigt, gerade auch, ich habe den Himmel sehen dürfen, ich habe das Fegefeuer sehen dürfen, ich habe die Hölle sehen dürfen, ich habe viele Dinge sehen dürfen, die mir eigentlich jetzt im Nachhinein überhaupt nicht dazumals momentan während des Sehens der Hölle furchtbar und schrecklich vorgekommen sind. Aber es hat sich nicht so ausgewirkt, dass man davon ein Trauma davon getragen hätte. Also ich habe das so gezeigt bekommen, dass man das auch verkraften kann. Das ist ja seinerzeit auch bei den Seherkindern in Fatima so gewesen, dass die Hölle gezeigt bekommen haben. Die haben es gezeigt bekommen als Kinder hier auf der Erde. Ich habe es ja sehen dürfen, weil ich verstorben bin. Dazu möchte ich jetzt noch sagen, ich weiß es deswegen ganz genau, dass ich verstorben bin, weil es mir die Gottesmutter selbst sagte. Sie hat zu mir gesagt, du bist jetzt verstorben und du bist jetzt im Jenseits. Und ich habe das dann natürlich nicht fassen können. Ich bin zum Zahnarzt gefahren, wollte mir einen Zahn ziehen lassen und dann wieder nach Hause fahren. Und ich habe den freien Willen noch einmal zurückbekommen. Das heißt, natürlich mit dem Ableben hat man natürlich keine Verfügbarkeit mehr über sich selbst. Das habe ich dann auch so erleben dürfen im Fegefeuer, wenn man noch offene Schuld Jesu Christi gegenüber abbüßen hat müssen. Man hat sich selbst überhaupt nicht mehr helfen können. Man hat sich auch den Menschen auf Erden nicht mehr mitteilen können. Also wenn ich da etwas mitteilen wollte, irgendwelchen Menschen, um mir zu helfen, ich habe da absolut keine Möglichkeit gehabt, hier Kontakt aufzunehmen. Und diese Dinge habe ich da eben gesehen und habe auch gesehen, wie man Zeit verwenden soll, wie man, dass man den Tag nicht unnütz verstreichen lässt, sondern dass man sich wirklich auch mit Jesus Christus dort und dann einmal beschäftigt, auch im Gebet, und dass man einfach im Gebet ständig mit dem Himmel verbunden ist und verbunden bleibt. Und was soll Zeit verwenden, Zeit Jesus Christus etwas zurückgeben von den Talenten, die man bekommen hat. Zum Beispiel hat mich die Gottesmutter da gefragt in dieser Situation, was ich einmal werden möchte, hat sie mich gefragt. Und ich war in diesem Alter mit 14 Jahren in einer Situation, wo ich es überhaupt nicht wusste. Man, es gibt Menschen, die sagen mit 10 Jahren, ich will Arzt werden, und der wird wirklich Arzt. Ich möchte das werden und ich möchte das werden. Manche wissen das. Manche wissen es vielleicht, was sie werden können. Ich habe es überhaupt nicht gewusst. Ich war da in diesem Canisiusheim in Horn in Niederösterreich und sollte, sagen wir mal so unter Anführungszeichen, Priester werden. Man kann dort nach 5 Jahren Gymnasiumbesuch, hat man schon so grundlegende Kenntnisse mitbekommen. Man kann dort sozusagen, wird man zum Priester unter Anführungszeichen ausgebildet. Und ich habe aber damals gespürt, dass das nicht unbedingt meine Sache ist und meine Sache werden wird. Und ich habe da einfach vor der Gottesmutter das aber nicht so sagen wollen. Ich habe gewusst, ich bin da drinnen, irgendwo erwartet man von mir, dass ich das machen soll. Und ich wollte es aber eigentlich im Innersten meines Herzens wollte ich es nicht. Und ich wollte es der Gottesmutter nicht mitteilen, aber sie forderte mich nochmals auf und hat gesagt, ich solle das selber sagen, ich solle das mitteilen, was ich mir da jetzt gedacht habe. Und ich sagte dann noch drauf, du weißt es ja schon, du weißt es ja eh, habe ich gesagt zu ihr. Und sie möchte es einfach von mir persönlich hören. Und ich habe ihr dann das auch so erzählt, dass ich es nicht werden möchte, also dass ich nicht Priester werden möchte, sondern dass ich
eine Familie gründen möchte, ich möchte Kinder haben, ich möchte mal heiraten und. Und dann hat sie zu lächeln begonnen und hat gesagt, dass du kein Priester werden willst, hat sie gesagt, das macht nichts, Helmut. Es gibt so viele Situationen im Leben, wo du dich in der Öffentlichkeit, wo du dich allgemein im Leben für den Himmel einsetzen kannst, wo du dich für Jesus Christus einsetzen kannst. Und mir ist da plötzlich ein Stein vom Herzen gefallen, als sie so reagiert hat. Und es war einfach dann schön, mit ihr durch die Vergangenheit und durch die Zukunft zu gehen und Dinge gesagt und gezeigt zu bekommen, die sehr schön waren. Sie sagte natürlich dann noch so, du hast doch viele, viele Talente bekommen. Es ist über Musik ist gesprochen worden, über viele andere Dinge. Und ich habe gesagt, na, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich werden möchte. Und dann hat sie mir eine Situation gezeigt, aber nicht in dem Hinblick, jetzt ich zeige dir jetzt etwas, was du vielleicht mal werden könntest, sondern es ist mir einfach, wir sind dann auf ein anderes Thema gekommen und es ist mir dann eine Situation gezeigt worden, wo ich einen Raum betreten habe, der war ganz weiß, da drinnen ist eine Frau an einem Tisch gesessen, an diesem Tisch ist ein Schreibpult gelegen, Schreibpult so wie von diesem Laptop hier. Wohlgemerkt, vor 37 Jahren hat es keinen einzigen Computer auf der ganzen Welt noch gegeben. Also diese Technologie war noch nicht entwickelt. Jedenfalls war da ein Schreibpult auf dem Tisch und ich sah dann, wie gesagt, diese mollige Dame sitzen und links und rechts dieses Schreibpultes sind zwei Fernseher gestanden. Ich sage jetzt auch wieder Fernseher dazu, weil ich Fernseher habe ich gekannt, aber von Computer diese Konsolen hat es ja natürlich damals nicht gegeben. Es hat ja keinen einzigen Computer noch gegeben vor 37 Jahren. Und wie gesagt, links und rechts diese beiden Konsolen, in der Mitte war dann durch diese Mauer, durch ein Fenster, da hat man durchschauen können und in einen anderen Raum. Und in diesem Raum dann ist ein ganz großes Gerät gestanden. Das Gerät hatte ein Loch, ein großes Loch in der Mitte und da ist eine Person gelegen auf einem Tisch. Dieser Tisch ist da herausgefahren, die Person hat einen Pyjama angehabt. Und ich habe keine Ahnung gehabt, was das ist, was soll das jetzt, ich habe absolut also nichts gewusst, was das jetzt sein soll. Und ich habe dann, wie ich dann gewechselt habe, Beruf gewechselt habe, wie ich dann die Ausbildung zum radiologisch-technischen Assistenten gemacht habe, komme ich da in meiner Ausbildung in diesen gleichen Raum plötzlich hinein. Ich sehe da diese Dame sitzen. Ich sehe dieses Schreibpult da stehen, ich sehe die zwei Konsolen links und rechts, ich sehe durch den zweiten Raum hinein und ich sehe da drinnen einen Computertomographen stehen und ich bin dann auf diesem Computertomograph eingeschult worden. Und das war genau die Situation, die ich damals vor 37 Jahren bereits im Jenseits sehen durfte, obwohl es damals keinen Computertomographen, geschweige denn, damals hat es überhaupt noch keinen Laptop, absolut keine Technologie in diese Richtung gegeben. Also ich habe damals schon einen Teil sozusagen von meinem Berufsleben sehen dürfen. Und dann habe ich da durchgesehen, durch diesen Raum und habe eben auch diese Person da liegen gesehen mit dem Pyjama und die ist da heraus und hineingefahren und ich bin dann sozusagen zur Tätigkeit da herangezogen worden und bin eingeschult worden auf dem Computertomographen. Und das war eben ein Teil meiner Ausbildung dann als radiologisch-technischer Assistent. Also da habe ich dann in die Zukunft sozusagen damals schon schauen dürfen. Das heißt, jedes Gebet, das Sie an den Himmel richten, wird auch dort dann so wahrgenommen. Es ist nicht so, dass man sagt, ja, ich bete für etwas und dann kriege ich das eh nicht. Es ist immer halt anders, als wir Menschen uns das vorstellen. Manche beten halt um bestimmte Dinge und sie beten heute und morgen soll es so sein.
Das ist halt unsere Gedankenwelt und unsere Wünsche und Vorstellungen. Und der Himmel verwendet diese Gebete alle. Er verwendet jedes Gebet. Aber er verwendet das Gebet auch wieder in der Form, um auf diesen Weg wieder zurückzukommen. Dieser Weg, der uns von Gott schon als geplanter Weg fertig dargestellt ist. Und wenn man sich da von diesem Plan sozusagen links und rechts verabschiedet, weil man davon nichts wissen möchte, dann will Gott einfach wieder, dass wir auf diesen Plan wieder zurückkommen, auf seinen Plan, um eben das Ziel auf wieder zurückzukommen, auf das Ziel, wofür wir eigentlich leben, wofür wir da auf Erden eigentlich leben. Und der eigentliche Grund, wofür wir da leben und die ganze Zeit, wofür wir da leben, jetzt, ob wir jetzt 5 Jahre alt werden, ob wir jetzt 15 Jahre alt werden, ob wir jetzt 50 oder 100 Jahre alt werden, der ganze Bereich ist alles auf das ausgerichtet und soll auf das ausgerichtet sein, um einfach wieder zu Jesus Christus zurückzukommen und zurückkommen zu dürfen. Die Wirksamkeit des Gebetes, ich habe das zum Beispiel sehen dürfen, da haben viele in einer Ordensgemeinschaft zum Beispiel, haben da jahrelang für Priesterberufungen gebetet. Und da waren auch einige dabei, habe ich sehen dürfen, die haben das irgendwie nicht so wahrgenommen, dass dieses Gebet erhört wird. Und ich habe dann sehen dürfen, wie dann nach jahrelangem Gebet in dieser Ordensgemeinschaft für Priesterberufung plötzlich die Früchte aufgegangen sind. Und die Früchte sind dann auf der ganzen Welt sind dann aufgegangen. Das heißt nicht in bestimmten Bereichen, wo sich dieser Orden zum Beispiel örtlich jetzt befunden hat, sondern dieses Gebet wurde so vom Himmel aufgenommen, immer dort, wo es am wichtigsten war, sind dann diese Gebete so erhört worden, dass es dort in dem Bereich dann verwirklicht worden ist. Und ich weiß auch vom Himmel, dass diese Berufungen, wie wir sie heute haben oder wie wir sie heute leider viel zu wenig haben, nicht deswegen sind, weil die Priester nicht heiraten dürfen, also aufgrund des Zölibates, sondern die Gottesmutter hat gesagt, es wird nicht mehr gebetet, es wird für Berufungen nicht mehr gebetet. Und das ist der Grund, warum es in unserer Zeit und in unserem Bereich so wenige Priester gibt. Es ist ja gerade in unserem Bereich ist es ja so, dass wir, oder nur in unserem Bereich hier europaweit kann man sagen, ist es so, dass die Priesterberufungen in den letzten Jahren ganz massiv zurückgegangen sind. Es gibt ja Bereiche auf der Welt, wo diese Berufungen ganz stark im Kommen sind. Also insgesamt nimmt ja die christliche Bevölkerung weltweit gesehen ganz stark sogar zu. Und ich weiß auch, warum das so ist, weil mir damals die Gottesmutter sagte, in der Zeit vor seinem zweiten Kommen wird sich die Bevölkerung, die römisch-katholisch ist, ganz stark erhöhen und die Menge, also es wird massiv zunehmen. Deswegen ist es so, in der übrigen Welt großteils nimmt die christliche Bevölkerung zu. Nur bei uns in Europa ist sie im Abnehmen begriffen und ganz stark im Abnehmen begriffen. Und das hängt alles auch mit dem Gebet zusammen und mit dem sündhaften Leben unserer Menschheit, insbesondere im westlichen Bereich. Und jetzt in der Heiligen Messe haben wir das so schön gehört in der Lesung. Vom Windhauch, dass das Leben eigentlich nur ein Windhauch ist. Und genau so ist es auch. So habe ich es auch im Jenseits erklärt bekommen, dass das Leben nur ein Windhauch ist. Die Zeit, in der wir uns hier befinden, ob es jetzt 10 Jahre hier auf Erden sind oder 50 oder 100 Jahre, es ist und bleibt einfach ein Windhauch. Und ich habe auch dann noch einmal nachgehakt bei der Gottesmutter im Vergleich zur Ewigkeit, ist das, wie man das verstehen soll. Und wir haben da von Sekunden gesprochen und sie sagte dazu, das ist noch viel zu lange im Vergleich zur Ewigkeit. Und dann sind wir zu dem gekommen, dass ich einfach mit dem Finger
so einen Schnalzer gemacht habe. Und ist es dieser kurze Moment unser Leben, auch wenn es 100 Jahre oder 120, 130 dauert. Und da hat die Gottesmutter gesagt, dieser Schnalzer, dieser Schnipper ist noch viel zu lange im Vergleich zur Ewigkeit. Also der Priester in der Kirche heute hat es je wunderbar erklärt, hat da einen Erklärungsversuch gemacht, wo man das ein bisschen besser verstehen kann. Und ich habe mich da gleich erinnern können an meinen Religionsunterricht in St. Leonhard bei Freistadt. Da hat der Pfarrer das so erklärt, weil wir immer gefragt haben, wie soll man sich das vorstellen, wenn wir dann verstorben sind und wir kommen in den Himmel und wir dürfen bei Jesus sein, wie lange dauert das? Ewigkeit, wir haben das mit dem Begriff natürlich mit dem Begriff der Ewigkeit absolut nicht verstehen können in dem Sinn, weil man einfach so ein begrenztes Denken hat und gerade als Kind muss das immer einen Anfangspunkt haben und einen Endpunkt haben. Und da kann ich mich noch ganz genau erinnern, da hat der Pfarrer Hannus dazu mal, das war mein Religionslehrer, das so erklärt, Kinder, stellt euch vor, der Predigtberg, das ist der Hausberg von Leonhard, der Predigtberg wäre ein Berg aus lauter Eisen, hat er gesagt. Und jedes Jahr, wenn die Schwalben kommen, fliegt eine Schwalbe über den Gipfel drüber und streicht mit dem Flügel die Spitze des Predigtberges. Und so muss man sich das vorstellen, so lange dauert die Ewigkeit. Das war so ein das ist natürlich wunderbar erklärt. Also da haben wir dann wirklich einen Begriff gehabt, was Ewigkeit ist. Also Ewigkeit ist halt Ewigkeit und das ist einfach ein ständiges Dasein bei Gott, ins Angesicht Gottes blicken dürfen. Ja, das ist auch so ein Begriff, den man sich so überhaupt nicht vorstellen kann. Eine Ewigkeit Gott anblicken oder was, das habe ich schon Stimmen gehört, das wird ja ziemlich fad werden. Das ist eine wunderbare Sache. Man hat im Himmel, ich möchte aber dann später vom Himmel reden, einfach, dass man überhaupt in die Nähe von Jesus Christus kommt oder in die Nähe von Gott kommt, muss man unbedingt den Läuterungsprozess vollständig abgeschlossen haben. Ansonsten würde man das Antlitz Gottes nicht aushalten. Ich habe da in die Nähe, obwohl ich vorher Läuterungsvorgänge im Fegefeuer durchgemacht habe, habe ich mich in die Nähe Gottes bewegen dürfen. Und ich war noch relativ weit weg von Gott. Ich habe nur so leicht die Umrisse des Gesichtes gesehen und ich habe es mit der Angst bekommen, weil ich dann die Gottesmutter gefragt habe, was jetzt los ist mit mir. Mir wird so heiß, ich kann mich keinen Meter mehr in Richtung Gott bewegen. Und da sagte sie eben, das ist die verzehrende Liebe Gottes. Das heißt, sie würden nicht in die Nähe Gottes kommen, wenn sie mit Sünden befleckt sind. Wenn die Seele noch mit Sünden befleckt ist, haben sie keine Chance, in die Nähe Gottes zu kommen, weil eben Gott die Liebe ist. Und die Liebe Gottes ist so stark und so mächtig, dass sie jedes Feuer, das wir hier auf Erden kennen, bei weitem übersteigt. Bei weitem übersteigt. Das heißt, man kann sich in die Nähe Gottes nur wagen, nur bewegen, wenn man völlig sündenfrei ist, also nach dem Läuterungsprozess. Deswegen ist es ja so, dass man auch gerne dann ins Fegefeuer geht, weil man dann weiß, was das Endprodukt dieser Läuterung ist. Man darf im Vorfeld schon diese Schönheit des Himmels erleben, den Frieden erleben und da ist es eben notwendig, dass man sich diesem Läuterungsprozess des Purgatoriums dann unterzieht und unterziehen muss. Ansonsten würde man die Liebe Gottes nicht aushalten. Ja, sie hat mir da sehr viel gezeigt, die Gottesmutter. Da werde ich jetzt mit einer Geschichte fortfahren, wo sie gesagt hat, jetzt pass auf, Helmut, da hinten geht jetzt die Tür auf und pass auf, wer da reinkommt. Ich habe mich umgedreht, ich bin in einer Art Tempel gewesen, es waren Säulen drinnen, eine Art Tempel, also Gotteshaus. Vorne ist ein Stein gewesen als Altar. Dann habe ich da vorne Kerzen gesehen. Ich habe eine Frau gesehen,
die da Kerzen angezündet hat, die sich da mit dem Schmuck beschäftigt hat, mit dem Kirchenschmuck. Ich habe einen ganz alten Mann, einen uralten Mann, total zerfurchtes Gesicht gesehen da vorne. Und plötzlich geht hinten bei der Eingangstür des Tempels, kommt jemand herein. Ich gehe da noch ein Stück zurück und sehe, dass Sonnenschein ist, so wie heute, in der Früh kein Wolkerl am Himmel. Es kommt da eine Frau herein, die ein Baby auf dem Arm getragen hat. Dann kommt hinter der Frau ein Mann, dann kommt ein weiterer Mann, es kommt eine Gesellschaft da herein, wo ich mir dann gedacht habe, wie sich die dann reinbewegt haben in den Tempel und nach vorne gegangen sind, Richtung Altar, weil ich war ja in meiner Jugendzeit Ministrant und mein erster Gedanke war, da kommt jetzt eine Taufgesellschaft herein und die wollen ihr Kind da taufen. Und diese Gesellschaft hat sich da, wie gesagt, nach vorne bewegt. Und der alte Mann hat dann zu den Herrschaften da gesagt, sie sollen sich da in der ersten Reihe niedersetzen. Sie haben sich alle in der ersten Reihe niedergesetzt. Und dann ist eben dieser alte Mann zur Frau hingegangen und hat um das Baby gebeten. Und die Frau wollte es zuerst nicht hergeben und hat furchtbar zu weinen begonnen. Also wirklich absolutes Schluchzen dieser Frau, lautes Weinen in der Kirche, in diesem Tempel. Und sie wollte dieses Baby einfach nicht hergeben. Sie hat es festgehalten und umschlungen. Es war eingewickelt und in Windeln. Und der Mann dann neben ihr hat sie dann getröstet und hat ihr dann gesagt, na, sie soll das Kind jetzt hergeben. Und mit wirklich großem Widerwillen hat dann diese Frau dieses Kind dem alten Mann gegeben. Und der alte Mann ist dann mit diesem Kind zum Altar hingegangen. Er hat es auf den Altar gelegt und hat es begonnen auszuwickeln. Man hat die Windeln weggegeben von diesem Kind und es wurde eine Zeremonie dann im Anschluss abgehalten. Und so wurde mir ein Geheimnis des Rosenkranzes gezeigt. Sie wissen, um welches Geheimnis es sich handelt? Ja, genau. Den du Jungfrau im Tempel aufgeopfert hast. Dieses Rosenkranzgeheimnis ist mir auf diese Art gezeigt worden. Ich war da mitten sozusagen in dieser Gesellschaft drinnen als Beobachter und habe das alles miterleben dürfen. Und es ist jetzt so, wenn ich jetzt die restlichen 15 Rosenkranzgeheimnisse noch erzählen würde, dann wäre der Abend gefüllt. Ich möchte das nicht tun. Ich habe auch die anderen 14 Rosenkranzgeheimnisse in dieser Art gezeigt bekommen und dass eben das alles wahr ist, die Kreuzigung und den Kreuzweg. Ich habe das alles sehen dürfen. Ja, also ich habe auch die anderen Rosenkranzgeheimnisse so gezeigt bekommen und habe sie sehen dürfen. Ich möchte jetzt, weil das auch in der Kirche angesprochen wurde, von der Mundkommunion, von der Handkommunion sprechen, ganz kurz. Da ist mir Folgendes gezeigt worden. Die Mutter Gottes hat mir gezeigt, weil ich es gefragt habe, welche Art von Kommunion verlangt eigentlich der Himmel oder was ist dem Himmel lieb? Wie sollte man die heilige Kommunion zu sich nehmen? Da hat die Gottesmutter gesagt, die ehrfurchtvollste Form, meinen Sohn zu empfangen, ist die heilige Kommunion als Mundkommunion und im Knien zu empfangen. Das ist die ehrfurchtvollste Form, die Gottesmutter so beschrieben hat, das ist der Wunsch des Himmels. Wie wir wissen, ist ja das dann abgeschafft worden und ich hoffe, es kommt wieder zurück. Ich habe da auch in der Zukunft sehen dürfen, dass auch die Heilige Kommunion wieder vermehrt und ganz gehäuft
wieder mit Mundkommunion und im Knien empfangen wird und auch die Kommuniongitter sozusagen werden wieder aufgestellt werden. Man kommt wieder weg von der Handkommunion zur Mundkommunion, einfach weil sich die Menschen wieder bewusst sind, wen sie da vor sich haben in der Heiligen Kommunion. Das ist ja nicht irgendein Brot, wie es heutzutage vielfach geäußert wird, dass man da nur zusammenkommt und Gemeinschaft feiert und ein bisschen was gemeinsam isst. Und Jesus Christus ist eh nicht mehr da, sondern das ist eher ein Märchen etc. Also das ist völlig falsch, das stimmt nicht, das ist nicht richtig. Ich habe bei der Heiligen Messe Folgendes gezeigt bekommen. Ich bin bei einer Heiligen Messe gewesen und die Gottesmutter im Jenseits jetzt, vor 37 Jahren, und die Gottesmutter sagt zu mir, weil ich jetzt zu Hause da, noch einen kleinen Einschub, weil ich jetzt in der Nähe von zu Hause da spreche, ich bin in St. Leonhard aufgewachsen und das war in der Kirche von St. Leonhard, vor 37 Jahren im Jenseits. Da wurde die Heilige Messe gefeiert, die Kirche war pumpvoll, vor 37 Jahren ging man noch in die Kirche, auch die Jugendlichen, und die Kirche war voll, es gehen da glaube ich 300 oder 400 Menschen hinein, und es war ein Sonntagsgottesdienst, ich weiß noch, der Pfarrer Brandstätter damals, mit diesem Pfarrer ist mir dieses Wunder gezeigt worden, hat die Heilige Messe gefeiert und die Gottesmutter hat gesagt, jetzt pass auf, was passiert, pass genau auf. Es ist zu den Wandlungsworten gekommen, die der Priester gesprochen hat und der Priester hat dann die Heilige Kommunion eleviert, also hochgehoben und hat sie betrachtet. Und in dem Moment, wie er das macht, habe ich gesehen, wie sich von außen, von den Außenrändern der Heiligen Kommunion, die Außenränder sich dunkelrot verfärben. Zuerst hat so ein Orange angefangen, ein dunkelrot, und dann ist es richtig blutrot geworden. Das heißt, von außen her, von den Rändern nach innen ins Zentrum, hat sich die Heilige Kommunion komplett umgefärbt in das Blut Christi. Und plötzlich hat mich die Gottesmutter mit dem ganzen Körper in die Hostie hineingeführt. Und ich bin dann plötzlich Teil dieser Hostie geworden. Das heißt, ich bin in diese Hostie hineingeschlüpft und bin auf dem Kalvarienberg gewesen. Ich habe Jesus Christus am Kreuz hängen gesehen. Ich habe nicht gewusst, ich war so weit weg vom Kreuz, in einer Art Vogelperspektive. Und ich habe geschaut, ob er noch lebt oder ob er schon verstorben ist, Jesus Christus. Und die Gottesmutter hat mich dann noch weiter zum Kreuz hingeführt. Und ich habe gesehen, wie er da gehangen ist, mit durchbohrten Händen, und habe gesehen, wie er an einer Hand die Hände zur Faust zusammenbewegt. Und da habe ich gewusst, weil den Kopf hat er total hängen lassen. Und das war für mich natürlich das Zeichen, dass er noch lebt. Und er hat dann den Kopf gehoben und ist dann während des Sterbevorganges, ist ihm der Kopf nach vorne gefallen. Und genau in diesem Moment vorher ist ihm ein Blutstropfen die Stirne heruntergelaufen und dieser Blutstropfen ist aus der Hostie heraus gefallen, gerade runter unter den Kelch, also mitten in den Kelch hinein. Und die Gottesmutter hat mich wieder aus der Hostie herausgeführt und über diesen Kelch drüber. Dann habe ich reinschauen können, dann habe ich gesehen, wie sich der Wein total blutrot und dickflüssig verwandelt. Und ich habe dann, wie ich das gesehen habe, muss ich meine Mimik im Gesicht so verändert haben, dass die Gottesmutter gesagt hat, Helmut, es braucht dich nicht zu ekeln. Und es war wirklich richtig. Mich hat momentan geekelt, als ich das gesehen habe, wie sich der Wein in dickes Blut verwandelt hat. Und sie sagte, es braucht dich nicht zu ekeln. Der Priester wird es beim Trinken nicht merken, dass sich der Wein in Jesu Christi Blut verwandelt hat.
Ist klar, wissen wir alle, aber ich habe das eben so sehen dürfen, wie sich plötzlich dieser Wein in dieses dickflüssige Blut verwandelt hat. Und hier sind wir auch wieder an einem Punkt angelangt in der heutigen Zeit, wo die Gottesmutter gesagt hat, du wirst einer Zeit entgegengehen, wo es Priester geben wird, die an dieses Heiligste, an diese heilige, an dieses heiligste eucharistische Wunder nicht mehr glauben können. Und ich habe mir das gar nicht vorgestellt. Warum kann da ein Priester nicht glauben? Ich als Kind, als Ministrant, ich hab immer daran geglaubt und habe nie Zweifel gehabt, dass das nicht sein soll. Und wir sind auch so erzogen worden und auch im Religionsunterricht haben wir das immer wieder gehört. Bei der Erstkommunion das erste Mal. Ich habe da nie Probleme damit gehabt, an dieses Wunder nicht glauben zu können. Und da hat es mich natürlich umso mehr überrascht, dass dann eine Zeit kommen wird, wo es viele Menschen gibt, die daran nicht mehr glauben können. Und das ist ja genau der Punkt, wo auch teilweise heutzutage im Religionsunterricht diese Themen wirklich nicht mehr richtig behandelt werden. Sie werden in abgewandelter Form behandelt und sind somit falsch. Es ist dann Irrlehre. Es beginnt dann in dem Moment, wo jemand sagt, es gibt zum Beispiel die Hölle nicht, dann ist es erstens nicht wahr und zweitens, es beginnt die Irrlehre, denn es dauert ein paar Jahre, wenn man immer sagt in der Schule den Kindern, es gibt die Hölle nicht, irgendwann passiert es, dass die alle daran glauben. Ne? Und es ist auch zu mir einmal ein Familienvater gekommen, der hat auch gesprochen, da ist die Tochter nach Hause gekommen nach dem Religionsunterricht und behauptet sozusagen, Papa, was du uns erzählst zu Hause von der Hölle etc., das stimmt ja alles nicht, weil in der Schule hören wir ja das ganz anders und der Vater war natürlich auch total perplex, mehr oder weniger, wie man sowas im Religionsunterricht verzapfen kann, dass es die Hölle nicht gibt. Und das Kind sagt, naja, die Religionslehrerin hat gesagt, die Hölle gibt es eh nicht. Und so werden unsere Kinder heutzutage unterrichtet und das ist einfach traurig. Es wird eine Zeit kommen, hat die Gottesmutter gesagt, wo sie es nicht mehr rechtfertigen können. Das heißt, wenn sie diese Lügen ständig weitererzählen, diese Irrlehren in den Schulen ständig weitererzählen, es wird dann einfach eine große Menschenmenge geben, die das natürlich dann auch glaubt, was ihnen der Vorgesetzte, in diesem Fall Religionslehrer, Religionslehrerin, vielleicht auch Priester, es gibt ja auch Priester, die das nicht mehr glauben, und da wird es dann ein Riesenproblem. Ein Riesenproblem, erstens einmal der große Glaubensabfall, der dann einsetzt. Und natürlich dann vor Jesus Christus müssen die das auch dann rechtfertigen, diese Lüge verbreiten, dass es zum Beispiel die Hölle nicht gibt. Und da ist es wirklich mein Anliegen auch an euch alle, wenn ihr derartiges hört, das total weggeht von der römisch-katholischen Lehre und von der Lehre Jesu Christi, bitte nicht stillschweigen, machen Sie den Mund auf. Es ist ganz, ganz wichtig, immer wieder die Wahrheit zu sagen. Sie werden, ich habe das sehen dürfen, wenn Sie nichts sagen, Sie stehen einmal vor Jesus Christus, vor Ihrem Gericht und Jesus Christus, ich kann es Ihnen versichern, ich habe das sehen dürfen, Jesus Christus spricht sie auf diese Sachen an. Wenn sie den Mund gehalten haben, dann spricht sie Jesus Christus im Jenseits darauf an, warum haben sie in dieser Situation, in dieser Situation, in dieser Situation nichts gesagt. Und sie können mir glauben, an den Personen, wo ich das gesehen habe, die waren bis ins Tiefste erschüttert und beschämt. Sie wurden beschämt von Jesus Christus. Er hat es ihnen in Liebe gesagt, Und dann ist immer diese Ausreden sind dann gekommen, wenn sie vor Jesus Christus gestanden sind und er hat ihnen diese Sachen vorgehalten. Wissen Sie, was die häufigste Ausrede dieser Menschen dann gewesen ist? Die häufigste Ausrede war immer, ja, wenn wir das gewusst hätten. Und genau im nächsten Moment
die Leute wissen das alles. Sie hören es im Religionsunterricht überall, nur sie vergessen es dann und legen es irgendwo ad acta und es interessiert sie nicht mehr. Er hat ihnen in der nächsten Sekunde alle Situationen gezeigt in ihrem Leben, ganz persönlich in ihrem Leben, wo sie darauf hingewiesen wurden, auf diese Glaubenswahrheiten. Angefangen von der Kinderstube schon, von den Eltern schon, die es den Kindern erzählt haben, dass es Himmel, Hölle, Fegefeuer gibt, bis zur letzten Stunde, bis zur Todesstunde. Es wurden ihnen alle Situationen von Jesus Christus gezeigt. Und dann können sie nicht mehr sagen, wenn wir das gewusst hätten. Sie werden, ich weiß nicht, ob es bei Ihnen auch sein wird, aber wie ich eben diesen Film gesehen habe, so wird Ihnen auch das gezeigt werden, was Sie getan haben, was Sie nicht getan haben, was Sie unterlassen haben. Und deswegen wirklich meine Bitte an alle hier Anwesenden im Saal, wenn Sie solchen Fragen am besten entgegentreten, indem Sie den Mund aufmachen und die Wahrheit sagen. Und fürchten Sie nicht, ein bisschen ausgelacht zu werden. Ich halte das auch immer wieder aus. Und wenn Sie als Untergangsmensch bezeichnet werden, ich halte das auch aus. Und besonders weh tut es einem vielleicht, wenn das ein Priester sagt, dann muss man das auch aushalten. Es gibt ja sehr viele Modernisten auf diesem Sektor und leider auch gibt es sehr viele Priester in diesem Bereich, die diese Wahrheit nicht mehr so ansprechen. Und so hat sie mir aber auch gesagt, wir dürfen die Priester nicht kritisieren. Jesus Christus hat selber gesagt, er hat sie berufen und die Berufung erfolgt dann natürlich über Jesus Christus und dann auch über die Kirche und die Weihe und über das Priestertum. Und wir haben kein Recht, sie zu kritisieren, hat Jesus Christus gesagt. Es sind seine berufenen Priester. Er wird sie selber einmal richten, hat Jesus Christus gesagt. Aber was Jesus Christus gesagt hat, wir dürfen darauf aufmerksam machen, wenn etwas passiert, was nicht der Lehre Jesu Christi entspricht und was nicht der Lehre der römisch-katholischen und apostolischen Kirche entspricht, dann dürfen wir sehr wohl den Mund aufmachen, aber bitte in Ruhe und mit Liebe das machen, weil ansonsten sind die Menschen nicht fähig, es anzunehmen. Ich bin von der Mundkommunion jetzt da kurz wieder weggekommen, möchte wieder zurückkommen. Da hat mir die Gottesmutter folgende Geschichte gezeigt. Es ist eine männliche Person, ein Jugendlicher ist zur Heiligen Kommunion gegangen und hat die Handkommunion empfangen. Er ist vom Priester weggegangen, hat nicht kommuniziert, hat diese Kommunion in die Tasche eingesteckt. Und nach der Heiligen Messe ist dieser Jugendliche nach Hause gegangen. Ein paar Tage später hat sich dieser Jugendliche mit einem Mann getroffen. Da hat er die Hostie aus der Hosentasche wieder rausgenommen und hat die Hostie diesem Mann gegeben. Dieser Mann hat diesem Jugendlichen viel Geld dafür gegeben. Dann sind die wieder auseinandergegangen. Und dann hat mich die Gottesmutter in einen Raum hineingeführt. Einige Tage später, da habe ich dann gesehen, es war finster, es war eine Art Altar in der Mitte des Raumes, da waren weiße Tücher draufgelegt. Die Person, die diese Hostie gekauft hat, ist in diesem Raum gewesen. Es waren viele andere Personen noch in diesem Raum. Alle Personen haben Kapuzen aufgehabt, Gesichtsmasken herunterhängen. In diese Gesichtsmasken hinein waren zwei Löcher für die Augen geschnitten und eine Art Talar, also ein Mantel, ein dünner, bis zum Boden runter. Und da sind sie dann gestanden, haben sich aufgestellt um diesen Altar herum und diese eine Person ist dann hingegangen auf den Altar, hat die Hostie herausgenommen und hat die Hostie in die Mitte des Altares gelegt. Und etwas seitlich davon war eine Nadel, etwas länger als hier mein Kugelschreiber, weil ich den gerade in der Hand habe.
Und diese Person hat dann diese Nadel genommen, hat die Hostie in die linke Hand genommen und hat genau in die Mitte der Hostie hineingestochen. Dann ist er wieder rausgefahren und dann hat die Hostie zu bluten begonnen. Und er hat die Hostie wieder hingelegt. Das Blut ist runtergetropft auf das weiße Tuch. Hat die Nadel seitlich hingelegt, ist weggegangen, dann ist der nächste Kapuzenmann oder Frau gekommen, hat diesen Vorgang wiederholt, die Hostie in die linke Hand, rechts die Nadel, wieder eine andere Stelle total durchstochen, rausgezogen, genau an dieser Stelle wieder zu bluten begonnen. Also ihr braucht nicht glauben jetzt, dass diese Menschen, die nicht in die Kirche gehen, die freimaurerisches Gedankengut pflegen, die sich an derartigen schwarzen Messen beteiligen, dass die nicht glauben, dass Jesus Christus bei der heiligen Wandlung wirklich da ist, also dass er real präsent ist. Die wissen das ganz genau. Aber nur die, die vom Glauben abfallen und dürfen es nicht wissen, die Kirchengänger werden immer weniger, man weiß nicht mehr, warum man in die Kirche geht. Wir haben es heute wieder gehört bei der Heiligen Messe vom Priester, das ist das größte Geheimnis des römisch-katholischen Glaubens. Und so ist es mir auch erklärt worden, die heilige Wandlung, dass Jesus Christus wirklich anwesend ist, real anwesend ist. Für mich ist es ja jetzt keine Glaubensfrage mehr. Das heißt, ab dem 14. Lebensjahr habe ich es gewusst, weil ich es zusätzlich noch sehen durfte. Ich habe es vorher geglaubt. Und ich ab dem 14. Lebensjahr weiß ich es, dass das so ist. Und Sie können davon ausgehen, dass dieses Wunder, dass es gibt absolut nichts Größeres auf der Welt als die heilige Messe, als die Realpräsenz dann, die Wandlung der Hostie in den wirklichen Leib Jesu Christi und in das wirkliche Blut Jesu Christi. Es gibt nichts Größeres auf der Welt. In diesem Lichte kann man natürlich auch verstehen, wenn Pater Pio einmal darüber gesagt hat, für eher könnte die Erde ohne Sonne existieren als ohne heilige Messe. Das sind immer so Ausdrücke von diesen heiligen Männern, da kann man momentan immer schwer was damit anfangen. Aber wenn man weiß, dass das wirklich das absolut größte Wunder ist, das es überhaupt gibt, dass bei jeder heiligen Messe durch die Wandlungsworte des Priesters, durch die geweihten Hände, der Priester wieder geweiht, extra diese beiden Finger, mit denen er die Hostie angreift, Zeigefinger, Daumen, das wird extra gesondert geweiht, holt mehr oder weniger, der Priester kann Jesus Christus vom Himmel zu uns auf Erden holen. Und in diesem Lichte ist natürlich das auch dann zu verstehen, wenn Jesus Christus gesagt hat, wie er noch auf Erden wandelte, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Er ist da, er ist wirklich da, er ist real präsent in der Heiligen Messe. Nur wir können ihn nicht sehen. Das ist wirklich das größte Wunder, das es gibt. Und in diesem Zusammenhang, weil mir da jetzt auch gerade einfällt, das hat mich auch einmal eine Frau angesprochen diesbezüglich, was ist, wenn der Priester zum Beispiel jetzt die Wandlungsworte, die liturgisch vorgeschrieben sind, nicht genauso spricht, wie es vorgesehen ist. Und da passiert dann das nicht, gell? Und ich habe das nicht bejahen können. Es passiert trotzdem. Ich weiß auch durch die Jenseitserfahrung, dass wenn der Priester ein sündiger Priester ist, wenn der Priester nicht ganz genau nach der liturgischen Vorschrift diese Worte spricht, dieses Wunder passiert trotzdem, weil Jesus Christus es für uns macht. Nicht nur für den Priester, natürlich auch für den Priester, aber er macht es aus Liebe zu uns. Und deswegen passiert dieses Wunder auch in diesem Fall. Dann möchte ich auch noch ganz kurz da vielleicht etwas dazu sagen zur lateinischen Sprache. Mir ist da auch gezeigt worden, ich war gerade in einem Ort in Deutschland, im Jenseits dazumals, wo mir gezeigt wurde, es hat geheißen vom Jenseits her, der Himmel
wird wieder eine neue Priesterschaft heranbilden, weil eben da auch sehr viele unterschiedliche Meinungen schon bestehen, Divergenzen in gewissen Glaubensfragen. Und da hat mir eben der Himmel gezeigt, die Gottesmutter bildet wieder eine neue Priesterschaft heran. Und ich war dann ganz neugierig, wo ist das dann, geht das dann über die Ausbildungen dann, über die Priesterseminare wieder oder wie schaut das dann aus? Und dann hat sie mir einen Ort gezeigt, wo sie das machen wird. Und sie hat gesagt, sie wird von dort, dorthin versammeln, von der ganzen Welt wird sie wieder junge Menschen versammeln und wird die Lehre Christi, genauso wie sie Jesus Christus haben möchte, dort wird sie wieder gelehrt und diese neuen Priester werden dann in die ganze Welt hinaus wieder gesendet. Und sie hat mir dann diesen Ort gezeigt und sie hat mir die Landkarte dazu gezeigt, dass ich wissen konnte, wo das ist und ich habe mir gedacht, ach Gott, das wird ja gar nicht möglich sein, dass ich da mal hinfahre und mir das anschaue und. Und sie sagt zu mir, das glaubst nur du, dass du nicht dorthin kommen wirst. Es ist zwar weit weg von dir zu Hause, aber es werden sich in deinem Leben Ereignisse abspielen, wo du dorthin kommen wirst. Und es wird dir nicht einmal was kosten, dass du dorthin kommst und du kannst dir das dann selber dort anschauen und so ist es dann gewesen. Wie ich dann Beruf gewechselt habe, dann in die Medizintechnik jetzt, fahre ich österreichweit herum und berate die Ärzte, neue Produkte, verkaufe das Ganze und schule teilweise die Ärzte dann auch auf diesen Geräten ein. Und jetzt komme ich natürlich überall hin. Und dieser Ort, wo das passiert, ist ganz in der Nähe von Bregenz. Und immer wenn ich natürlich in Vorarlberg zu tun habe, dann versuche ich, einen Abstecher in diesen Ort zu machen. Und so ist es dann auch gewesen. Es ist ein Ort, wo die neue Priesterschaft herangebildet wird. Und ich habe diesen Ort das erste Mal dann, ich habe das vergessen, wo das war. Und ich habe ihn das erste Mal wieder vor, ich glaube, es ist jetzt aus 4 oder 5 Jahre, wieder sehen dürfen. Ich komme bei einer Wallfahrt, fahren wir nach Hause und wir haben einen Priester mit, wo ich es noch nicht gewusst habe, dass dieser Priester zu dieser neuen Priesterschaft gehört. Dann haben wir bei der Wallfahrt mitgehabt und alle haben gesagt, fahren wir nach Wiegratzbad. Haben alle gesagt, wir schauen uns das an, wo unser Pater da die Schule gemacht hat. Und haben gesagt, na gut, es ist nicht weit weg, machen wir einen Abstecher nach Wiegratzbad. Und ich steige in Wiegratzbad, habe es noch immer nicht gewusst, ich habe auch den Namen vergessen, steige in Wiegratzbad aus dem Bus aus und wir gehen in diese Kirche dort hinein und ich gehe hinein und kenne die Kirche. Ich kenne den Altar da vorne, ich kenne die Bilder drinnen, ich kenne die Heiligenstatuen drinnen und ich weiß, ich war vor 37 Jahren in dieser Kirche bei meinem Sterbeerlebnis. Und so war es dann auch. Ich habe, wie gesagt, diese Statuen alle gekannt und ab diesem Zeitpunkt habe ich genau gewusst, da ist es jetzt, das ist dieser Ort, wo die Gottesmutter die neue Priesterschaft wieder heranbilden will. Und das ist die Priesterschaft der Petrusbrüder, also Petrusbruderschaft, die in Wiegratzbad herangebildet wird. Und hier wird die Lehre, Grundlehre, genauso wie es der Himmel haben möchte, wieder gelehrt und wieder in die Welt hinausgebracht. Also es ist nicht so, dass wir glauben, der Himmel tut da nichts im Hintergrund. Also der Himmel tut viel, viel mehr, als wir glauben und vermuten. Und da hat sie mir eben auch gesagt, dass ich dorthin kommen werde und so ist es auch, weil ich bei der Firma bin, es kostet mir nichts, ich habe dienstlich zu tun und am Abend, das ist nicht weit weg von Bregenz, sind knapp 30 Kilometer, ist man schon dort und man kann dort die Heilige Messe am Abend mitfeiern und kann sich mit verschiedenen Persönlichkeiten dort auch unterhalten, Glaubensfragen beantworten oder auch nicht oder selber fragen. Es ist ein wunderbares Klima dort, diese Leute kennenzulernen. So viel zur neuen Priesterschaft, die vom Himmel, von der Gottesmutter herangebildet wird. Ich möchte jetzt vielleicht schon diese Tabuthemen ansprechen, um die es gerade in der heutigen Zeit geht.
Ich habe es ja auch nicht fassen können, wie die Gottesmutter mir damals gesagt hat, gezeigt hat, dass wir einer Zeit entgegengehen werden, wo eben, ich habe sie erst eh schon ganz kurz angerissen, wo man nicht mehr an die Hölle glaubt, wo man eben nicht mehr an die Realpräsenz Jesu Christi bei der Heiligen Messe glaubt. Und da möchte ich jetzt da weiter tun. Alles, was ich denke, dass da wahrscheinlich niemand herinnen sein wird, der nicht an den Himmel, Hölle, Fegefeuer glaubt. Ich möchte trotzdem das Thema da besprechen. Und ich habe den Himmel sehen dürfen. Das hat sich so abgespielt, dass ich plötzlich einen absoluten Frieden gefühlt habe. Eine absolute Glückseligkeit. Also da hat es über diesen Frieden hinaus oder über diese Glückseligkeit hinaus nichts mehr gegeben. Ich war da, der Himmel ist auch in Hierarchien eingeteilt. Ich war da auf einer Stufe, wo ich eben diese absolute Glückseligkeit und Frieden erlebt habe. Wir haben es heute wieder gehört bei der Heiligen Messe. Der Priester hat das eben angesprochen, dass es hier auf Erden, es gibt ja absolut nichts Absolutes, das ist schon fast der Tautologie jetzt da geworden, das ist eben da oben nicht so. Wenn der Himmel Glückseligkeit gibt, dann ist es die absolute Glückseligkeit für sie. Und da habe ich eben das so miterleben dürfen und ich war derart glücklich und zufrieden, in diesem Bereich sein zu dürfen und plötzlich hat man mich in einen anderen Bereich hineingehoben. Ich habe von dieser Glückseligkeit noch einmal mehr, das ist noch einmal vielfach potenziert worden, noch mehr Glückseligkeit erleben dürfen, noch mehr Frieden erleben dürfen, obwohl ich vorher schon der Meinung war, es gibt nichts Größeres mehr. Und dann habe ich das in dieser zweiten Stufe erlebt und plötzlich werde ich eine andere Stufe wieder hochgehoben, ich nenne es einmal so hochgehoben, und habe dann noch einmal vielfach potenziert, noch einmal mehr Frieden, mehr Glückseligkeit erleben dürfen. Und da habe ich ein paar Stufen durchgemacht. Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, wie viel genau, aber ich denke, es waren 5, 6 Stufen, die ich da durchmachen habe dürfen. Und ich habe aber dann am Schluss gewusst, dass das noch immer nicht das Ende ist. Das heißt, es gibt noch andere Stufen im Himmel, wo man noch mehr Glückseligkeit, Frieden etc. erleben kann. Es ist ja ein Gefühl, was man da erlebt im Himmel. Es ist einfach, man kann es nicht beschreiben. Es gibt keine Worte im Sprachgebrauch unserer Sprachen auf der Welt, wo man diese Glückseligkeit und wo man diesen Frieden in Worte fassen könnte. Es ist einfach unmöglich. Wenn ich sage immer, um mich des Sprachgebrauchs der Jugendlichen zu bedienen, sage ich immer, im Himmel, da ist super, 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 super schön. Und dann müsste man dieses super, 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 super schön 1 Million Mal sagen und dann bin ich noch immer nicht bei der Schönheit des Himmels angelangt. So wie man das nicht begreifen kann, wie das ist in diesem Zeitgefüge, in dem wir leben, was jetzt das Thema Ewigkeit anbelangt, so ist es noch viel, viel komplizierter und komplexer über diese Gefühle, die wir dann haben, wenn wir im Himmel sind. Und man kann nur, wie schon erwähnt, nur andeutungsweise in dieser Hilfssprache, in dieser verödeten schon fast in der heutigen Zeit mit diesen super, super schön das ausdrücken, damit es auch andere dann verstehen. Man kann das wirklich nur, das ist immer nur ein Versuch, über die Schönheit des Himmels zu sprechen. Also was uns da Jesus Christus, was uns da Gott vorbereitet hat für den Himmel, es ist nicht auszumalen, wie schön es ist. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie schön der Himmel einmal werden wird. Und das für ein bisschen Frieden miteinander, ein bisschen Liebe miteinander, ein bisschen wenig streiten oder gar nicht streiten. Einfach, wir werden vielfach, hunderttausendfach für diese Art belohnt. Die Bibel spricht von hundertfacher Belohnung und noch mehr, aber das ist auch nur ein Ausdruck, den man einfach so hört. Und
den man dann von mir aus auch verinnerlichen kann, aber es ist bei weitem nicht das, was der Himmel wirklich ist, wie schön es im Himmel wirklich ist und was da Jesus Christus für uns wirklich vorbereitet hat. Und ich sage deswegen für uns, weil ich hoffe, dass alle, die da hier in diesem Saal sind, dass wir uns alle einmal wieder im Himmel sehen werden. Und ich bin guter Dinge, dass das einmal so sein wird. Und nichtsdestotrotz muss ich natürlich auch über die anderen Dinge sprechen. Und da möchte ich jetzt als nächsten Punkt das Fegefeuer ansprechen, das eben dazu da ist, um vor Jesus Christus überhaupt hintreten zu können. Ich habe das erst schon einmal ganz kurz erwähnt. Wir würden das Angesicht Jesu Christi Gottes nicht aushalten, wenn wir vorher nicht völlig von Sünden frei wären. In dem Moment, wo sie Sünden noch haben oder hätten, würde das Liebesfeuer Gottes, würde sie verzehren. Und das ist eben auch die verzehrende Liebe Gottes, wie sie auch in den Schriften beschrieben ist. Man kann da immer auch sehr wenig damit anfangen. Was ist die verzehrende Liebe? Was ist da? Was tut sich da? Tut sich da körperlich jetzt was oder ist das nur geistig zu verstehen? Das ist eben diese verzehrende Liebe. Wenn sie sich in die Nähe von Gott bewegen, wie ich es machen durfte, dann ist eben plötzlich eine Situation eingetreten, wo es dann aus war. Sie haben da keinen Zentimeter weiter rücken dürfen. Ansonsten hätte sie die Liebe Jesu Christi, die Liebe Gottes verzehrt. Das heißt, sie hätten sich aufgelöst. So ist das zu verstehen. Und deswegen der Grund, warum wir diese Läuterung im Fegefeuer durchmachen und durchmachen müssen und freiwillig durchmachen und ich sage Ihnen auch gerne durchmachen, weil man dann weiß, was am Ende dieser Leiden, die wir im Fegefeuer haben, am Ende dieser Leiden dann steht. Das ist dann die ewige Glückseligkeit bei Gott im Himmel. Und hier habe ich auch verschiedenste Stufen erleben dürfen, aber auch sehen dürfen. Genauso wie es verschiedene Menschen gibt, so muss man sich das ungefähr vorstellen. Also die Differenzierung der Strafen, des Reinigungsprozesses für jeden Menschen ist ja verschieden. Und genauso viele verschiedene sozusagen Stufen gibt es da im Fegefeuer. Und sie können darauf vertrauen, dass Jesus Christus genau aufgrund seiner Gerechtigkeit genau zu unterscheiden weiß, wer welche Strafe zu bekommen hat, um eben dann völlig diesem Reinigungsprozess, durch diesen Reinigungsprozess dann zu ihm gelangen zu können und gelangen zu dürfen. Wobei dann auch dieser Reinigungsprozess dann nicht unbedingt dann auch die gleiche Stufe des Himmels dann bezeichnet. Das heißt, sie haben dann im Himmel auch verschiedene Stufen, wie ich es erst ganz kurz angeschnitten habe. Da gibt es auch diese verschiedenen Hierarchien, die da im Himmel aufgebaut sind. Und sie sind so glücklich, dass sie zum Beispiel, wenn sie in den Himmel kommen, wenn sie das Fegefeuer hinter sich haben, nicht alle müssen ins Fegefeuer, das wissen wir auch. Manche haben wirklich ein derart heiliges Leben hinter sich. Die haben teilweise, und da gibt es aber, hat es nur ganz, ganz wenige Menschen gegeben, wo wir es auch sogar wissen, wo der Himmel sich dann sozusagen, wo der Himmel dann ein Feedback gegeben hat, weil man angefragt hat, ist dieser Mensch direkt in den Himmel gekommen oder nicht? Und da wissen wir das auch. Zum Beispiel bei dem einen Priester in Medjugorje, der, wie heißt der? Der Slavko, da wissen wir es. Da hat sich dann der Himmel am nächsten Tag gemeldet und hat gesagt, der ist durchmarschiert, der ist wirklich in den Himmel durchmarschiert. Aber für Otto Allgemeinverbraucher, sage ich jetzt mal, müssen wir uns auf diese Reinigung vorbereiten und wir werden diese Reinigung durchmachen müssen. Und da gibt es eben diese verschiedenen Stufen im Himmel. Wenn Sie dann
diese Reinigung hinter sich gebracht haben, dann sind sie auf einer Stufe, wo sie glückselig sind und nicht mehr glückseliger werden können. Das heißt, sie haben ihr absolutes Maß an Glückseligkeit, an Frieden, können sie dann dadurch erreichen und sie werden es dann auch erreichen. Sie sehen sozusagen zwischen sich, zwischen ihrer Position und der Position von Jesus Christus oder von Gott jetzt gesprochen, sehen sie niemanden mehr. Das heißt, sie haben für sich selbst das Gefühl, sie sind der glücklichste Mensch im Himmel. Das ist ja schön, wenn man das so hört und wenn man das so fühlen hat dürfen. Ich habe das selber am eigenen Leib sozusagen so erfahren dürfen. Wobei das jetzt aber nicht heißt, dass in dieser Hierarchie, dass sie da ganz oben stehen an dieser Hierarchie. Da kann es schon viele Zwischenstufen noch geben zwischen ihnen und zwischen der höchsten Glückseligkeit im Himmel. Nur sie selber merken nichts mehr davon. Sie selber sind die glücklichste Person, die da jetzt im Himmel ist. Nach unserem Empfinden sind wir das. Nach unserem Empfinden, ja. nach Ihrem persönlichen Empfinden. Und dann können Sie aber auch sehen, wenn Sie zurückschauen sozusagen in dieser Hierarchie, dann können Sie hinter sich aber andere Seelen sehen, die nicht so glücklich sind wie Sie. Das können Sie schon sehen. Und das hat eben Gott so eingerichtet im Himmel, dass man nach vorn hin zu Jesus Christus persönlich der glücklichste Mensch ist, aber nach hinten können sie sehen, dass sie durch ihr heiligmäßiges Leben, sage ich jetzt einmal so unter Anführungszeichen, dass sie dadurch von Gott derart belohnt wurden und nicht nur durch das Leben, sondern dass sie auch durch die heilige Beichte, dass ihnen durch die heilige Beichte diese Sünden, die sie reuevoll bei der Ohrenbeichte vorgebracht haben, dass diese sie in der Hierarchie sozusagen ganz weit nach vorne bringt. Das heißt, auch in der Hierarchie, was jetzt das Fegefeuer anbelangt, werden ihnen diese Läuterungsprozesse ungemein verkürzt und auch gemildert. Ich habe sehen dürfen, wie die Gottesmutter hat mir gesagt, wir gehen einer Zeit entgegen, wo, sie hat das Wort Tratsch in den Mund genommen. Und deswegen sage ich auch das Wort jetzt Tratsch, wo unheimlich viel über andere Menschen erzählt wird. Es werden viele Geschichten erzählt, die nicht stimmen, die dann die Runde machen sozusagen. Und die Gottesmutter hat gesagt, dass das ein sehr großer Anteil auch der Sündhaftigkeit der Menschen bedeutet, wenn man zum Beispiel Tratsch in die Umgebung wirft sozusagen und dann wartet, was damit passiert. Da hat sie gesagt, wenn die Leute wüssten, wie viele Jahre sie wegen des Tratsches ins Fegefeuer müssen. Also da war ich dann schon auch sehr beeindruckt von dieser Sache, weil man gedacht hat, der Himmel, der geht wirklich auf alles ein, was es hier auf Erden gibt. Wenn man zum Beispiel absichtlich eine Lüge über jemanden anderen verbreitet, also man kann sich nicht vorstellen, was das für diese Person bedeutet, die dann zum Läuterungsprozess ins Fegefeuer muss. Es ist nicht schön, ich will dann keine Genauigkeiten noch darüber erzählen, weil es auch nicht Sinn und Zweck ist, heute darüber zu sprechen, aber es ist ein großes Anliegen des Himmels und ein großes Anliegen der Gottesmutter, dass man sich hier am Tratsch sozusagen nicht beteiligt. Dass man hier dieser Tratsch in Form von, dass man Geschichten verbreitet über Menschen, die dann nicht stimmen. Ob das jetzt ganz gleich, ob das bewusst passiert oder unbewusst passiert. Das heißt, der es bewusst macht, dieses Gerüchte streuen, der hat natürlich einen großen Reinigungsprozess, eine große Strafe zu erwarten. Aber derjenige, der so etwas hört und dann sich nicht vergewissert, ob das wahr ist oder nicht wahr ist und diesen Tratsch dann wieder weitergibt,
der ist fast auf der gleichen Stufe wie derjenige, der diesen Tratsch, dieses Gerücht begonnen hat und verbreitet hat. Also in diese Richtung sich bitte auch erinnern, dass im Himmel, in diesem großen Buch, das ich Ihnen am Anfang erzählt habe, dass in diesem Buch alles drinnen steht und verzeichnet ist. Das habe ich eben so mitbekommen dürfen und das möchte ich Ihnen auch so weitergeben, weil man ja viele Menschen, die nicht mehr zur Beichte gehen, die sagen, ja, warum soll ich denn zur Beichte gehen? Ich bin eh ein braver Mensch, ich habe eh nichts zu beichten, schwere Sünde habe ich keine, umgebracht habe ich auch niemanden und das habe ich auch nicht gemacht und das habe ich auch nicht gemacht. Also es kommen schon, es kann schon ein ganz schöner Berg zusammenkommen an Dingen, wo man selber glaubt, dass das keine Sünde ist. Und da hat natürlich auch das, ist auch da problematisch, wenn man das Gewissen dann anschaut. Jeder hat ein anderes Gewissen. Gewissen ist ja auch bildbar, wie wir wissen. Und wird als sozusagen als oberste Instanz kann man das Gewissen da einsetzen. Und da gibt es ja auch verschiedene Meinungen, die eben sagen, okay, na das ist ja doch keine Sünde. Und der andere sagt, na das würde ich nie machen, da mit dieser Handlungsweise würde ich Jesus Christus beleidigen. Also da ist auch das Empfinden dann viel differenter vorhanden, auch wenn das Gewissen dann verschiedene unterschiedliche Auswirkungen hat auf das Denken, auf das Handeln. Und auch hier muss man sich immer wieder fragen, immer wieder sich selbst immer die Rückkopplung machen, ist das rechtens, was ich da mache oder nicht? Da ist wirklich, da hat man sich wirklich jeden Tag die Frage zu stellen, dass man da wirklich der Lehre der katholischen Kirche und der Lehre Jesu Christi auch entspricht, wenn man mit den Menschen umgeht. Und da eben diesen Reinigungsprozess zu machen, und da hat sich eben die Gottesmutter dann auch in dieser Hinsicht geäußert und hat gesagt, wenn die Leute wüssten, wie viele Jahre sie wegen des Gerüchtestreuens ins Fegefeuer müssen, sie würden auf der Stelle aufhören, diese Gerüchte zu verbreiten, wenn sie das wüssten. Und da ist es natürlich sicherlich so, dass man, wenn man solche Gerüchte streut, ich glaube, dass man auf diese Sünden beim Beichten vergisst. Ich glaube, dass da eine große Gefahr besteht. Und deswegen erzähle ich das jetzt ganz bewusst, um auch dann bei der nächsten Ohrenbeichte vielleicht darauf einzugehen, dass da ein Problem gibt, das mir eigentlich bis jetzt gar nicht so bewusst war. Und jetzt habe ich da einen Vortrag gehört und da schaut die Sache vielleicht für mich persönlich jetzt doch ein bisschen anders aus, als das in der Vergangenheit gewesen ist. Und auch diese vielen Stufen im Fegefeuer sind zur Reinigung ganz diffizil aufgebaut. Und man hat dann am Ende dieses Reinigungsprozesses, kann man dann direkt zu Jesus Christus kommen und man kann ihm ganz nahe treten, man kann ihm dann ganz ins Gesicht schauen. Es gibt keinen Widerpart mehr da, keine Abneigung mehr da, es ist gar nichts mehr da, es ist alles rein und bereinigt und man kann sozusagen die ganze Liebe, die man dann bei Jesus Christus und die man dann bei Gott sieht, die ganze Liebe kann man dann aufnehmen. Und das ist dann das, was diese absolute Glückseligkeit im Himmel ausmacht und dieser absolute Frieden. Und das ist das, was dann so wunderschön ist, wenn man das als Gefühl dann sozusagen erleben darf. Und ja, ich habe jetzt Himmel-Hölle gesprochen, möchte Fegefeuer und möchte jetzt auch natürlich über die Hölle noch kurz sprechen und dann auf andere Themen noch eingehen. Bei der Hölle ist es so, die Gottesmutter hat mich gefragt, ob ich die Hölle sehen möchte. Sie hat nicht automatisch, habe automatisch diese Himmelstufen sehen dürfen. Ich war auch automatisch da in diesen Fegefeuer-Hierarchien drinnen. Und bei der Hölle hat sie mich gefragt, ob ich die Hölle sehen will.
Und ich habe sie einfach gefragt, ist das so furchtbar, ist das auszuhalten oder wie ist das? Sie hat gesagt, sie ist bei mir. Und ich habe das dann so angenommen, dass sie mich an der Hand genommen hat und mit mir in die Hölle gegangen hat. Und ich habe gesagt, wenn sie bei mir ist und bleibt, dann möchte ich die Hölle sehen. Und ich bin froh, dass sie da bei mir gewesen ist, denn ich hätte das, glaube ich, nicht so leicht überwinden können. Und dann ist sie mit mir in Richtung Hölle gegangen und ich sehe, wie sie da gesagt hat, das ist der Eingang der Hölle. Und da war der Eingang, da war ein Rundbogen über diesem Eingang und auf dem Rundbogen waren französische Worte geschrieben, Eingang der Hölle. Da ist gestanden Liberté, Fraternité und Egalité. Diese drei Worte sind da über dem Eingang der Hölle gestanden. Und direkt darüber, über diesen drei Worten, ist eine große Uhr gewesen. Eine große Uhr und sie sagt zu mir, die Gottesmutter, was fällt dir denn da auf? Und ich habe mich da nicht so konzentriert, mir ist momentan das nicht aufgefallen, ich soll genauer hinschauen, hat sie gesagt. Und dann ist mir aufgefallen, ja, dass da ja kein zweiter Zeiger mehr da ist. Ne? Der eine Zeiger, der Stundenzeiger, hat genau auf 12 gezeigt und der Minutenzeiger war nicht da. Ich habe zuerst geglaubt, die sind da irgendwie deckungsgleich, dass ich den einen nicht gesehen habe. Aber nein, der Minutenzeiger war da nicht vorhanden. Und was das bedeutet, hat sie mich gefragt, was ich glaube, was das bedeuten soll. Und ja, ich habe gewusst, ja, dieses Sprichwort hat man gekannt, damals als 14-Jähriger auch schon, es ist jetzt 11:55, das heißt, spute dich, du hast nicht mehr viel Zeit. Und sie sagt dann drauf, naja, das ist richtig, 11:55, aber der Zeiger steht auf 12. Und ich sagte daran, dann ist es vorbei. Und sie sagt, genau so ist es. Wer in der Hölle ist, ist auf ewig in der Hölle. Und da möchte ich jetzt nochmal ganz kurz zurückkommen auf dieses Kind, das nach Hause gekommen ist von der Schule und behauptet hat, Papa, was du da erzählst von der Hölle oder was, das gibt's gar nicht. Meine Religionslehrerin sagt ganz was anderes, die Hölle gibt es nicht. Also ich würde mir wünschen, wenn einmal diese Religionslehrerin in einem meiner Vorträge wäre, dass sie das auch hört, was da wirklich abläuft in der Hölle. Und das wird das ist einfach dann nicht mehr zu rechtfertigen. Denn wenn ich das den Kindern erzähle und die kriegen das nicht mehr raus aus ihrem Kopf, dass es die Hölle eh nicht gibt, das sehen wir ja eh überall in der Weltwirtschaft, welche Krisen das es gibt, im Geldmanagement, wo niemand mehr in die Kirche geht, wo niemand mehr an die Lehre Christi glaubt, es fließt ja eh alles schon den Bach hinunter. Diese Wirtschaftskrisen, die wir da in den vergangenen Jahren kürzlich gehabt haben, das ist ja im Prinzip nichts anderes als nur die Gier dieser Banken, die einfach nicht mehr genug haben können von dem Geld, das sie eh schon haben und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Auch der Globalisierungsvorgang, der stattfindet, ist ja auch nichts anderes, noch mehr, noch größer, noch in allen Ländern zu verkaufen. Irgendwann ist es aus, irgendwann können sich diese Firmen nicht mehr zusammenlegen und vergrößern und dann ist die absolute Katastrophe da. Das zu den drei Wörtern, die da gestanden sind, Egalité, dieses Gleichmachen, Fraternité ist die Brüderlichkeit, Egalité, Gleichmachen. Man braucht Jesus Christus nicht mehr als König. Man will Jesus Christus sozusagen als König runterholen in unsere Mitte und dann machen wir ihn gleich. Und alle sind gleich und wir wollen schauen, dass man in der Ökumenie auch weiterkommt. Da kommen wir aber nur weiter, wenn wir die Lehre der römisch-katholischen Kirche von dem großen Stockerl da oben herunterholen auf die Ebene der anderen Religionen. Verstehen Sie mich? Jetzt sind wir schon da. Egalité. Und versucht die Wahrheit, die katholische Kirche
auf Anspruch stellen kann, will man kaputt machen. Und das ist der einzige Grund, warum jetzt der Papst von allen Seiten bekämpft wird, weil der Papst das Oberhaupt, unser Oberhaupt der römisch-katholisch-apostolischen Kirche ist. Man will ihn ja komplett abmontieren. Ne? Man hat sich da verschiedene Sachen einfallen lassen. Auch das da mit der Biusbruderschaft ist ja auch nur deswegen schiefgelaufen, weil sich da die Freimaurer total dazwischen geschaltet haben. Und was man da jetzt hört, was die Menschen vorbereitet haben für den Papst bei seinem bevorstehenden Großbritannien-Besuch, das ist ja schon abscheulich, wenn man nur daran denkt. Da gibt es Gruppierungen, die ein Schreiben vorbereiten und vorbereitet haben, um den Papst gefangen zu nehmen. Und da ist absolutes freimaurerisches Gedankengut dahinter. Großbritannien, ich sage das jetzt einmal so salopp, Großbritannien soll sich hüten davor, gegen den Papst vorzugehen. Ich habe sehen dürfen, die Gottesmutter hat mich in einer Sequenz über Europa in Vogelperspektive schauen lassen und hat mir die Zeit gezeigt, die noch kommen wird. Und sie hat mir gezeigt, wenn sich die Menschheit nicht bekehrt, dann wird vieles im Wasser versinken. Und sie hat mir da gezeigt, ich bin da über Norddeutschland drüber und weiter hinaus, über den Kanal hinaus und suche da ein Land. Und ich frage die Gottesmutter, mir geht da ein Land ab. Großbritannien, wo ist Großbritannien? Ich sehe Großbritannien nicht mehr. Und die Gottesmutter hat gesagt, Großbritannien hat sich nicht bekehrt, Großbritannien gibt es nicht mehr. Und ich fragte, wo ist Großbritannien hingekommen, was hat es da gegeben? Großbritannien steht Meter tief unter Wasser, das ganze Großbritannien. Es ist nicht mehr auf der Landkarte gewesen sozusagen. Und das erwartet uns, wenn sich die Menschheit nicht bekehrt. Immer unter dieser Prämisse, wenn sich die Menschheit nicht bekehrt. Es wird uns immer wieder angeboten, uns zu bekehren. Es wird der Menschheit, es wird den Politikern, es wird den Wissenschaftlern immer angeboten, sich zu bekehren. Wenn sich die Menschheit nicht bekehrt, werden diese Zustände einmal eintreten. Und ich habe auch sehen dürfen, wie große Teile im Norden von Deutschland, wie Belgien, wie viele Teile dieser Länder, die da am Meer sind, wie es zwei Drittel davon nicht mehr gegeben hat. Es war einfach nicht mehr sichtbar, sozusagen aus der Vogelperspektive, weil alles unter Wasser stand. Also es kommt nicht alles von der Umweltverschmutzung. Das wollte ich jetzt in diese Richtung mal andeuten. Man glaubt immer in der Wissenschaft, dass das alles selbst produziert ist, in dem Sinn, dass wir die Umwelt derart belasten und dass dadurch derartige Zustände entstehen und eben durch das Hochwasser, das dann ausgelöst wird, weil eben zu viel CO2 zum Beispiel in der Luft ist, dem ist nicht so. Die Menschen sollen nicht glauben, hat die Gottesmutter gesagt, dass alles von diesen Umweltkatastrophen kommt, also von dieser Umweltverschmutzung. Es sind eben diese Sünden, die die Menschheit begeht, sind dazu ganz stark vorhanden, dass solche Katastrophen passieren könnten. Immer unter dieser Prämisse, wenn sich die Menschheit nicht bekehrt, hat sie gesagt. Großbritannien soll sich hüten, da in diese Richtung nichts zu tun, in diese Richtung Bekehrung, meine ich jetzt. Es ist ja eh schon ziemlich schlimm da drüben, was man da hört und was man in den Zeitungen liest. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, da hat eine Krankenschwester in einem Krankenhaus in Großbritannien hat zu einem unheilbaren Patienten, der an Krebs gelitten hat, hat sie gesagt, sie möchte ihm nahelegen, diesen Patienten, möchte vielleicht zu Jesus Christus beten, vielleicht kann er dann geheilt werden. Das ist das ist an die Leitung. Und man hat die Krankenschwester dafür entlassen. Das muss man sich jetzt mal vorstellen. Das ist Großbritannien heutzutage. Man wird entlassen, wenn man zu jemandem sagt,
bete ein Vater Unser oder bete einen Rosenkranz, dann hast du deinen Job los. Soweit ist Großbritannien bereits vom Glauben abgefallen. Es sitzen überall in diesen höchsten Gremien, Justiz, Regierung, es sitzen überall die Freimaurer bereits in großer Anzahl drinnen, dass einfach diese Gesetze derart möglich sind, dass man einen Menschen der Arbeit beraubt, der nichts anderes getan hat, als einen anderen Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass es Jesus Christus gibt und dass er beten soll, vielleicht kann er geheilt werden. So weit ist zurzeit Großbritannien, um sich da auch ein bisschen ein Bild zu machen. Ja, und da, Egalität, da sind wir erst stecken geblieben, Egalität, man will den Glauben der römisch-katholischen Kirche total zerstören, deswegen auch die Angriffe, massivsten Angriffe auf den Papst, denn wenn der mal zu fallen kommt, dann dauert es nicht mehr lange, dann bricht das ganze Gebäude zusammen und das erhofft man in den nächsten Jahren, dass man das erreicht. Und ich hoffe, und da auch wiederum eine große Bitte an Sie, wenn Sie Ihr Abendgebet machen oder Ihr Morgengebet oder tagsüber dann einmal beten, vergessen Sie bitte auf den Papst nicht. Er hat die Gebete dringendst notwendig. Ich habe vor kurzem, war ich bei einer Wallfahrt, bei einem Vortrag in Deutschland draußen in der Nähe von Frankfurt und habe dort dann am nächsten Tag beim Nachhauseweg bin ich bei einer Seherin vorbeigefahren, die ich vor einem Jahr, nicht einmal ein Jahr, dreiviertel Jahr kennengelernt habe. Ich bin damals vor einem dreiviertel Jahr eigentlich per Zufall da zu dieser Seherin gekommen. Ich habe von dieser Seherin nichts mehr gewusst, von meinem Sterbeerlebnis, weil es eben so reichhaltig war. Ich bin da hineingegangen in dieses Haus. Die Wohnzimmertür hat sich geöffnet. Diese Frau ist vor mir gestanden. Ich habe ihr Grüß Gott gesagt und ihr die Hand gegeben. Sie hat das Augenlicht völlig verloren. Es ist eine völlig blinde Frau. Und ich schaue mich dann im Raum um und sehe da verschiedene Statuen, einen Altar aufgebaut und sehe da, mir ist das komplette Wohnzimmer bekannt. Und das war für mich dann ausschlaggebend, weil ich wusste, okay, gut, das kenne ich jetzt vom Jenseits. Was war damals? Ich habe da auch nachdenken müssen. Ich kenne jedenfalls die ganze Wohnzimmereinrichtung. Da ist Jesus Christus als Statue dort gestanden, neben dem Altar. In Lebensgröße, das heißt, wenn ich neben Jesus Christus stehe, er ist gerade eine kleine Spur kleiner als ich glaube 10, 15 Zentimeter kleiner als ich. Und dieser Raum, müssen Sie sich vorstellen, war voll mit Rosenduft, voll mit dem Duft des Herzens Jesu erfüllt. Und ich habe mich dann gleich erinnern können, das war genau diese Szene damals, wo die Gottesmutter gesagt hat, welcher Personen soll sich denn mein Sohn noch bedienen, um die Menschheit glaubend zu machen? Jetzt bedient sich mein Sohn sogar schon blinder Personen, um diesen blinden Personen Visionen zu zeigen, die sie dann erzählen. Das heißt, da drinnen finden Visionen statt, in diesem Wohnzimmer. Diese Frau hat Visionen und erzählt direkt während der Vision, die sie hat, diese Schauung, dieses Bild, das sie da vom Himmel kriegt, erzählt sofort darüber. Ne? Und wir waren dort und haben da Rosenkranz gebetet und es war dann das war kurz nach Weihnachten, es war dann während des dritten Rosenkranzgesetzchens ist sie dann aufgesprungen und hat sich niedergekniet. Wir haben uns auch alle niedergekniet und dann hat sie eine Vision gehabt, ein Bild, wo sie die Gottesmutter gesehen hat, wo sie Jesus Christus gesehen hat, wo der heilige Josef da war und wo auch der verstorbene Papst da war. Das heißt, der verstorbene Papst, wissen wir, ist bereits im Himmel.
Also das, und der war auch dann da. Ich will jetzt im Einzelnen diese Vision nicht erklären und besprechen, weil das zu weit führen würde. Heute, wir haben schon 9 Uhr und ich möchte andere wichtige Themen noch besprechen. Jedenfalls, das ist eine Person da draußen, sozusagen eine Seherin unter Anführungszeichen, die ja blind ist und der sich Jesus Christus bedient, um auch die Wahrheiten des Himmels wieder mehr unter das Volk zu bringen. Und ich bin da hingegangen zur Jesus-Statue und habe meine Nase, Jesus ist so dargebildet, dass man das Herz frei sieht von ihm und da duftet es wirklich raus. Ich bin hingegangen, das Herz ist so dargestellt, dass oben die Aorta abgeschnitten ist und da habe ich meine Nase hingehalten und ich sage Ihnen, aus diesem Herzen Jesu duftet es so stark nach Rosenduft und nach dem Herzen Jesu heraus. Man kann sich das nicht vorstellen. Eine ganz normale Statue, die permanent diesen Duft absondert. War eine unheimlich schöne Erfahrung für mich, also nach Weihnachten war das, kurz nach Weihnachten im vergangenen Jahr. Und ich erzähle dann nur mal ganz kurz, was sie gesprochen hat, und zwar in ganz einem bestimmten Punkt, weil ich zu dem Zeitpunkt noch nicht hundertprozentig für mich sicher war, soll ich jetzt mit dem Wissen meines Sterbeerlebnisses, soll ich mit diesem Wissen in die Öffentlichkeit gehen? Und ich habe einige Wochen vorher ganz kurz in kleinen Kreisen, so mit 20, 30, 50 Personen, einmal erzählt, weil ich eingeladen wurde. Und ich habe da erzählt und habe einfach gemerkt, dass das einen großen Widerhall ergibt. Und da ist eben bei der Wallfahrt, wie wir da draußen waren, bei der Sieglinde Maisch, ist eben auch Jesus da erschienen in ihrem Bild. Nur sie hat es sehen dürfen. Und plötzlich hat dann unter anderem, diese Erscheinung hat da ein paar Minuten gedauert, aber unter anderem war das Thema, wie Jesus Christus gesagt hat. Und auf das hinauf bin ich dann tätig geworden und wir haben dann mit Ende März dann die erste Veranstaltung gehabt, wo ich Zeugnis ablegen habe können. Da hat Jesus zu dieser Frau Maisch gesagt. Die Frau Maisch hat mich nicht gekannt, ich habe sie nicht gekannt, außer damals vom Jenseits. Und da hat Jesus zur Frau Maisch dann gesagt, er bedankt sich beim Helmut, weil er heute hier in diesem kleinen Raum Zeugnis ablegen will. Und das war dann auch der Grund dafür, wo ich jetzt ganz sicher weiß, ich kann das und soll das machen. Weil die Gottesmutter zu mir damals gesagt hat, wie ich das alles sehen habe dürfen im Jenseits. Ich habe gesagt, wenn ich jetzt zurückkomme, ich komme zurück, ich schreie das jetzt hinaus, es kann jeder hören. Ich gehe sofort zum Pfarrer, ich sage ihm das, was ich jetzt erlebt habe. Ich sage es allen meinen Mitschülern in der Schulklasse. Ich schreie das jetzt in die Welt hinaus, dass alles, was wir von der Bibel wissen, dass alles, was wir von der römisch-katholischen Kirche wissen, diese Grundwahrheiten, dass das alles stimmt und dass das alles wahr ist. Und ihre Reaktion war dann so, sie hat dann zu schmunzeln begonnen und hat dann gesagt, es wird dir niemand glauben, ganz einfach und cool hat sie das gesagt. Um wieder das in der Jugendsprache auszudrücken, das war dann ein nächster Punkt, wo ich dann gesagt habe, das glaube ich nicht, denn wenn ich das jetzt erzähle, was ich da gesehen habe, dann wird das jeder glauben und ich habe das ja gesehen und gespürt an Leib und Körper. Und sie hat dann eben diese Äußerung gemacht, es wird dir niemand glauben, ganz beinhart. Und da habe ich jetzt immer, diese Worte habe ich natürlich immer 37 Jahre lang mit mir herumgetragen. Ich habe es dann begonnen zu erzählen, habe mir da mal eine Person ausgesucht, habe gleich mal mit meiner Mutter begonnen, die das am gleichen Tag noch gehört hat von mir. Und war natürlich auch momentan, wenn ich sage, ich war jetzt im Jenseits oder ich habe die Hölle gesehen und die Mama hat das momentan auch nicht fassen können und glauben können. Und dann sind meine ersten Zweifel schon hochgestiegen, weil man gedacht hat, na, wenn man das die Mama jetzt nicht einmal glaubt, wem soll ich es denn dann noch erzählen? Und so hat halt das schon so langsam dann halt begonnen.
Und ich habe mich dann aber im Laufe der Zeit dann andere Personen auch gesucht, habe es da erzählt. Also da ist auch die ganze Palette gekommen von totaler Ablehnung, von Lüge, von Lügengeschichten bis zu Leuten, die gesagt haben, ich habe damit kein Problem, ich kann das glauben. Also da hat man auch die ganze Palette gehabt. Und so habe ich das halt mehr oder weniger 37 Jahre im Verborgenen mit mir herumgetragen. Und ich habe dann zufällig ein Einladungsblatt bekommen von der Gisela, die dann einmal in Waldburg gesprochen hat. Da bin ich dann hingegangen und habe mir diesen Vortrag angehört. Und ich habe mir gedacht, also alles, was ich da jetzt gehört habe, das ist ja nichts anderes als das, was ich im Jenseits gesehen habe. Und ich habe mich dann auch an diese Frau dann erinnern können, dass sie von Jesus Christus den Auftrag bekommen hat, also dass sie da, kriegt er die Botschaften so oder hat sie so bekommen, dass sie viel aufschreiben hat müssen. Jesus Christus hat ihr immer, oder auch Pater Pio, so hat es gestartet bei ihr, hat ihr immer viel angesagt und sie hat viel schreiben müssen. Und es gibt auch einige Bücher von ihr, wo sie das niedergeschrieben hat. Und die Bücher sind ja so verfasst, dass das diese Frau niemals schreiben hätte können. Sie hat ja nur eine Volksschule als Schulausbildung. Und wenn man sich das Buch dann durchliest, also das ist hochgestochenste Theologie, die da drinnen steht. Das kann so eine Frau nicht schaffen alleine, wenn sie da nicht geführt worden wäre. Und da habe ich mir eben diesen Vortrag angehört und ich habe diesen Vortrag von vorne bis hinten gekannt und dann haben wir gedacht, so jetzt muss ich dann schon langsam einmal irgendjemanden finden, der diese Sache doch einmal hundertprozentig ernst nimmt und habe dann noch einmal genau da oben dann einen Vortrag, eine Vortragseinladung bekommen für einen Vortrag am Attersee, im Attersee-Gebiet oben. Und da oben ist dann, da war der Vortrag dann von der Frau Dr. Gloria Polo. Und ich höre mir den Vortrag an und denke mir, die ganze Geschichte ist nichts Neues für mich. Ich habe die ganze Geschichte, die sie da erzählt hat, damals im Jenseits schon erleben dürfen. Deswegen jetzt, und da gibt es auch ein Buch drüber, deswegen jetzt auch dieses umfangreiche Volumen, das ich da mitgeteilt bekommen habe. Über diese Dinge will ich gar nicht extra sprechen, ich erwähne sie nur, damit man sich ungefähr ein bisschen ein Bild machen kann von dem, was man da in 5 Minuten vom Himmel mitgeteilt bekommt, weil es einfach total andere Raum- und andere Zeitverhältnisse gibt als bei uns hier auf Erden. Und da habe ich dann das gesehen und gehört und dann hat es halt 2 Jahre später dann schon langsam begonnen und das war eben dann vor einem guten halben Jahr, dreiviertel Jahr vor Weihnachten, wo ich dann so klein begonnen habe. Und ich habe aber dann immer noch dieses ungute Gefühl gehabt, will es der Himmel, dass ich das jetzt mache? Oder, und da habe ich mich dann eben abgesichert. Und dann ist mir diese Botschaft sozusagen, die ich da erfahren durfte bei der Sieglinde Maisch, wirklich willkommen gewesen, wo ich jetzt ganz genau weiß, dass das auch im Einklang mit dem Himmel steht, was ich da mache. Egalität, die Gleichheit, also diesen Glauben, römisch-katholischen Glauben herunterholen, die Wahrheiten herunterholen, damit sie gleich gemacht werden können. Dann können wir vielleicht auf das eucharistische Wunder ein bisschen verzichten. Dann können wir schon gemeinsam die Hostie verspeisen in der Kirche. Und genau das sind die Tendenzen der heutigen Zeit, wo es hingeht. Ne? Und das Ganze ist einfach vom Diabolus, vom Teufel gesteuert. Über diese Analysen, die es versteht, der Teufel zu machen, ist das möglich und er indoktriert diese Unwahrheiten und diese Irrlehren den Menschen und teilweise den Universitätsprofessoren und die dann so Dummheiten behaupten, wie man es vom Herrn Professor Zulehner in Wien hört. Das sind einfach Unwahrheiten, die nicht mehr der römisch-katholischen Lehre entsprechen und nicht mehr der Lehre Jesu Christi entsprechen. Das möchte ich einfach wirklich so klar hier sagen, weil ich einfach das anders im Himmel erlebt habe und gesehen habe und ich denke, man soll hier sich nicht herumdrücken um irgendwelche Aussagen, sondern einfach das klar sagen, was man da gesehen hat. Zum Punkt Hölle möchte ich jetzt, es ist einfach
grauslich. Es ist einfach derart grauslich in der Hölle. Ich habe verschiedene Höllenfratzen sehen dürfen. Die Menschen, die sich im Leben mit Sünde abgegeben haben und schwere Sünden haben, dass sie eben von Jesus Christus dann in die Verdammnis verurteilt wurden, die nehmen dann aufgrund ihres Lebens, ihres sündenhaften Lebens in der Hölle diese teuflischen Gesichter an. Man hat da absolut fratzenhafte Gesichter gesehen, wie man sich das nicht vorstellen kann. Ich habe da Tiere gesehen, die ich noch nie und nirgendwo anders gesehen habe. Einfach wilde Tiere mit Teufelsfratzen. Man ist in ständiger Unruhe in der Hölle. Ich habe da eine Gruppe sehen dürfen, die da von einem Teufel mit der Peitsche in die Ecke geknallt wurde, die sich da nicht hervorgetraut hat und von einem sozusagen wieder ein stärkerer Teufel als die anderen gewesen sind, mit der Peitsche da in Schach gehalten wurden und wenn sich da einer von der Gruppe dann irgendwie abgesondert hätte und schlafen wollte, weil der total fertig schon war, dann ist der Teufel kurz bevor diese Person eingeschlafen hat, wieder mit der Peitsche hin und hat es wieder mit der Peitsche aufgeknallt. Und also einfach höllische Zustände, man kann sich nicht vorstellen, was da passiert. Weil ich heute schon einmal erwähnt habe, dass es noch nie, Jesus Christus hat gesagt, es hat noch nie eine Menschheit gegeben, die so viel gesündigt hat wie unsere Zeit. Und da möchte ich das jetzt vielleicht ein bisschen erläutern, wie das zu verstehen ist und warum das so gemeint ist. Viele Menschen oder so Einzelpersonen, mit denen ich vor Jahren schon einmal über dieses Thema gesprochen habe, die haben sich da überhaupt nichts vorstellen können. Gesagt, warum unsere Gesellschaft, wieso, wir leben doch nicht sündhaft und das ist so und das ist so. Die haben sich das nicht vorstellen können, warum Jesus Christus behauptet, unsere Gesellschaft ist die sündigste Gesellschaft, ist die sündigste Menschheit, die es jemals gegeben hat. Und da möchte ich Sie nur mal jetzt auf diese eine Sünde, nicht andere Sünden ansprechen, ich möchte nur auf diese eine Sünde, auf diese schwere und schwerste Sünde der Abtreibung hinweisen. Ich habe das im Jenseits sehen dürfen. Ich sage Ihnen, ich habe geglaubt, wie mir diese Zeit gezeigt wurde, wo so viel abgetrieben wurde. Ich habe zu weinen begonnen, ich habe zur Gottesmutter gesagt, ich habe sie gefragt, ja weißt, in meiner Naivität als 14-Jähriger habe ich das gesagt, ja weiß denn Jesus Christus nicht, was da mal abläuft auf Erden, was da gibt, wie sündhaft sich die Menschheit benehmen wird einmal. Und dann hat sie mir Jesus Christus gezeigt. Jesus Christus ist mit seinem weißen Gewand gekommen, hat sich hingehockt auf den Boden. Dann habe ich gesehen, ich war noch nicht ganz nahe bei ihm ran. Ich habe es momentan noch nicht sehen können, genau was er da in der Hand hält. Er hat in der rechten Hand hat er was liegen gehabt. Ich habe es noch nicht gesehen. Und die linke Hand, der Kopf war in die linke Hand gestürzt. Und ich habe gesehen, dass Jesus Christus weint. Und dann bin ich weiter zu ihm hingekommen und habe gesehen, dass er da ein kleines Baby hat, einen Fötus, ein Embryo ist da gelegen, auf seiner rechten Hand. Und ich habe die Gottesmutter gefragt, lebt das Kind oder ist das tot? Und die Gottesmutter sagt, es ist ein totes Kind, es ist ein abgetriebenes Kind. Und das hat Jesus Christus am rechten Arm da gehabt. Und er hat furchtbar darüber geweint, über dieses abgetriebene Kind, über das getötete Kind. Und der Himmel und die Gottesmutter hat mir gesagt, Abtreibung ist Tötung. Ich meine, wir wissen ja das alles, aber das ist ja nur, weil uns gewisse Kreise in der Gesellschaft das ausreden wollen, dass Abtreibung keine Tötung ist. Abtreibung ist Tötung. Schluss, aus. Es ist einfach so. Und wir wussten es ja noch bis 1985. Auch im Strafgesetzbuch ist es so drinnen gestanden. Und da ist es halt dann wieder geändert worden. Ne? Man nimmt sich einfach das heraus und man ändert das, was man nicht mehr haben wollen. Und dann werden ja auch die Gesetze geändert. Und die Gesetze können nur dann so in diese Richtung geändert werden, wenn da oben wieder Menschen sitzen, die wieder vom Glauben abgefallen
abgefallen sind. Wenn nicht da lauter Menschen sitzen haben, die vom Glauben abgefallen sind, dann können die Gesetze machen, wie sie wollen. Sie werden ja von uns gewählt, demokratisch, und dann werden irgendwelche Personen da oben hineingesetzt und die können dann schon wieder machen, was sie wollen. Und wenn da mehrere Leute beisammen sind, die einen derartigen Glaubensabfall unterliegen, dann passiert eben das so, dass die Gesellschaft so herangebildet wird, dass Abtreibung eh keine Sünde ist, aber Abtreibung ist Tötung eines Kindes. Und da können die Ärzte noch so viel sagen, dass das, wenn ich diesen Abtreiberarzt da in Wien hernehme, der nur von Zählhaufen spricht, wenn es um unsere Kinder geht, dann tut mir das natürlich furchtbar leid, dass dieser Arzt das nicht weiß, dass das nicht ein Zählhaufen ist, sondern dass das Leben ist. Aus diesem Zählstadium heraus entstehen unsere Kinder und das Leben, ich habe das dann sehen dürfen im Jenseits, das Leben ist ab der ersten Sekunde, direkt ab der Verschmelzung von Samenzelle und Eizelle, ist Leben da. Es ist menschliches Leben. Und da können noch so viele Ärzte dagegen quatschen und sagen, es ist nur ein Zählhaufen. Natürlich, diesem Arzt, der das behauptet, dann geht es natürlich um die Kohle und ums Geld, der verdient ja viel Geld damit, damit viele Mädchen zu ihm kommen und sich die Leibesfrucht nehmen lassen. Und ich sage Ihnen, ich habe sehen dürfen. Die Gottesmutter hat mich in einen Raum hineingeführt und hat mir gezeigt, wie eine Frau dargelegen ist. Und weil ich damals als 14-Jähriger, ich habe mir nichts vorstellen können unter Abtreibung. Ich habe da keine Ahnung gehabt, was das ist. Vor 37 Jahren hat das niemand besprochen oder sonst hat man sonst irgendwas gehört, was da gemacht wird. Die Gottesmutter hat mich in einen Raum hineingeführt und da ist eine Frau gelegen und dann ist ein Arzt gekommen. Dann ist ein Arzt gekommen, der da irgendwelche Instrumente in der Hand gehabt hat und dieser Arzt hat dann diese Instrumente bei der Scheide der Frau eingeführt. Und jetzt hat mich die Gottesmutter in die Gebärmutter dieser Frau hineinschauen lassen, weil ich nicht gewusst habe, was da jetzt passiert. Sie hat mich direkt den Blick in die Gebärmutter dieser Frau machen lassen und ich habe gesehen, dass da drinnen ein kleines Baby ist. Und dann habe ich mitsehen dürfen, wie die Instrumente des Arztes da vorgedrungen sind, bis in die Gebärmutter. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie sich die Instrumente da durchgezwungen haben. Dann waren die Instrumente drinnen in der Gebärmutter und das Kind hat sich dagegen zu wehren versucht. Da ist natürlich was passiert in der Gebärmutter, was abnormal war, ist ja klar. Vorher dieser friedliche Zustand und plötzlich kommt da eine Zange rein. Das war ein total absurder Zustand für das Kind da drinnen. Und das Kind hat sich zu wehren versucht gegen dieses Instrument und ich habe gesehen, wie dann der Arzt dieses Instrument, wo eine Schneidefläche drauf gewesen ist, er hat dieses Instrument bedient, hat nach dem Kind, nach dem Embryo gesucht und hat sich das Kind hergeholt und hat dann begonnen, dem Kind die Arme und die Beine abzuschneiden. Und das habe ich sehen dürfen, weil mich die Gottesmutter den Blick in die Gebärmutter einer Frau machen hat lassen, damals vor 37 Jahren. Und das war, für mich war das furchtbar. Ich habe gedacht, was macht da ein Arzt? Ein Arzt, der ausgebildet wird, um zu heilen, macht da was, geht da in den Bauch der Frau ein und zerstückelt das Kind. Ja, warum zerstückelt? Damit es da in diesen Absaugschlauch hineingepasst hat. Weil sonst hätte er es ja nicht rausgebracht. Und das war der Grund, warum er dieses Kind da drinnen zerstückelt hat. Und das ist mir damals gezeigt worden, in Bezug auf die Abtreibung. Und jetzt möchte ich Ihnen noch etwas viel, viel Furchtbares erzählen, was dann diese Abtreibung bewirkt und bewirkt hat. Die Gottesmutter hat mir dann gezeigt, übrigens, der Embryo, der schreit mit Leibeskräften, wenn er getötet wird. Er schreit mit Leibeskräften. Der Himmel hat es mir gezeigt, wie der Embryo schreit. Nur wir können diesen Schrei nicht hören, weil das Kind noch keine Stimme hat.
Aber in Wirklichkeit schreit das Kind um sein Leben. Ich habe das sehen dürfen. Es hat so geschrien, dieser Schrei ist ins ganze Weltall hinausgegangen. Und dann hat sie mich in dem Moment, wie das Kind so geschrien hat und getötet wurde, hat mich die Gottesmutter prompt in die Hölle geführt und ich habe den Teufel und die Dämonen sehen dürfen, wie sie ein Fest gefeiert haben, weil dieses Kind getötet wurde. Also dieser krasse Unterschied, Himmel, Hölle. Das Töten dieses Kindes, was passiert in dem Moment, wenn das Kind getötet wird? Die Feier der Teufel unten in der Hölle. Die freuen sich, wenn wieder jemand diese schwere Sünde begeht. Das Töten eines Kindes, die schwere Sünde der Abtreibung. Und dann hat sie mir gezeigt, in dem Moment, wie das Kind abgetötet wurde, ist plötzlich ein Dämon aus der Hölle freigelassen worden. Die Dämonen sind da unten angekettet. Jesus Christus hat die Dämonen angekettet. Nur die schwere Sünde der Abtreibung bewirkt, dass die Ketten losgelöst werden und dieser Dämon kommt auf die Welt. Jetzt sind da so viele Dämonen auf der Welt. Ich habe mir da die Mühe gemacht, ein paar Zahlen herauszuschreiben, weil ich auch vor kurzem nicht gewusst habe, wie viele Menschen werden da wirklich umgebracht jährlich aufgrund der Abtreibung. Und ich habe mir da als Vergleich Krankheiten herausgesucht. Zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wie viele Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen sterben pro Jahr? Das ist eine Zahl, die wird beziffert mit 17 Millionen Toten. Dann habe ich geschaut, wie viel an Hunger sterben. An Hunger sterben jährlich ca. 10 Millionen Menschen. Und die dritthäufigste Ursache sind Krebserkrankungen. Das wurde beziffert mit 7 Millionen Toten pro Jahr. Und dann hat mich noch interessiert, wie es mit AIDS ausschaut. Das ist dann an nächster Stelle gekommen. Das habe ich noch rausgeschrieben, das sind 2,5 Millionen Tote pro Jahr, die AIDS-Kranken. Und dann habe ich das verglichen, dann ist die Zahl dagestanden, wie viele Menschen getötet werden in Form der Abtreibung. Ich habe dann diese anderen Zahlen zusammengezählt, zweit, dritt, viert, fünft häufigste Todesursache und bin da auf gut 40 Millionen, 45 Millionen gekommen, die aufgrund dieser häufigsten Todesursachen sterben. Und jetzt, was glauben Sie, wie viele Menschen getötet werden und das jedes Jahr weltweit? Das heißt nicht, dass Sie jetzt diese Zahl, die ich Ihnen gesagt habe, noch toppen müssen, aber es sind 40 Millionen Abtreibungen pro Jahr. Und wenn man vergleicht, dass beim Zweiten Weltkrieg, ja, beim Zweiten Weltkrieg zwischen 50, 60 Millionen Menschen gestorben sind und das Zweite Weltkrieg hat sich auf eine Zeitspanne von 6 Jahren ausgedehnt. Und unsere Menschheit schafft das, in einem Jahr 40 Millionen Menschen, 40 Millionen Embryos, Kinder im Mutterleib zu töten. Damit man sich jetzt vorstellen kann, wie sündig unsere Menschheit ist. Wenn man das mit anderen Leuten vielleicht bespricht, die sehen da nicht so ein großes Problem. Aber ich sage Ihnen, ich habe das sehen dürfen, diese schwerste Sünde der Abtreibung fällt der ganzen Menschheit massivst auf den Kopf. Diese schwerste Sünde macht einen Großteil der großen Katastrophen dann aus, die noch kommen werden. Und es ist auch in der Apokalypse, im letzten Buch der Bibel so beschrieben, die Apokalypse des Johannes spricht ja auch von diesen großen Katastrophen, die da kommen werden, wenn Jesus Christus das zweite Mal kommt, vor seinem zweiten Kommen. Und da hat die schwerste Sünde der Abtreibung einen großen, ganz einen großen Anteil davon. Das heißt, es bleibt nichts ungesünd. Wenn wir diese Sünde nicht selber machen, dann wird der Himmel dafür sorgen, dass er dass diese Kinder gesünd werden. Und es sind natürlich dann wieder Katastrophen, die uns
wieder zurückführen soll, die uns aus dieser sündigen Sumpf herausführen sollen, wieder zu Gott zurück, wieder auf diesen Gottesplan zurück. Und das alles wird passieren, wiederum die oberste Prämisse über allem steht wieder, wenn sich die Menschheit nicht bekehrt. Und wir sind auf dem Wege, da nichts mehr ändern zu wollen, wie es jetzt aussieht, sondern auch in anderen Ländern, die Zahlen der Abtreibungen sind im Steigen, massiv im Steigen. Das wird uns ein ganz, ganz großes Problem werden in der Zeit der Apokalypse, wie sie auch in der Bibel beschrieben ist. Das ist mir da vom Himmel so gezeigt worden. Und dieser Dämon, der da aus der Hölle freigelassen worden ist, der da bei jeder, also ich sagte gerade, 40 Millionen Abtreibungen pro Jahr, das heißt 40 Millionen Teufel mehr auf der Welt. Und ich hab sie gefragt, ja, wie merkt man das, was machen die da? Diese Dämonen beeinflussen die Menschen so stark, allein nur um des einen Ziels wegen, sie für den Teufel, für die Hölle zu gewinnen. Das heißt, das ist eine Spiralbewegung, eine Kreisbewegung ist das. Da findet man kaum mehr dann heraus. Wenn dann eine bestimmte Anzahl erreicht wird, ist es unheimlich schwer, da noch einen Stillstand oder eine Rückkehr zu bewirken. Wenn da immer mehr Dämonen da sind, die immer mehr Menschen beeinflussen und für die Hölle gewinnen wollen. Jetzt stellen Sie sich vor, wenn ich bin viel unterwegs mit meinem Beruf, vorher schon bei der Polizei, dann im Krankenhaus, ich habe immer viele Patienten gehabt und jetzt in diesem Beruf bin ich österreichweit unterwegs. Wenn ich zum Beispiel nicht mehr wäre, wenn mich meine Mutter abgetrieben hätte, dann würde dieser Dämon, der für meine Abtreibung frei geworden wäre, mit so viel Tausenden von Menschen Kontakt aufnehmen. Und so ist es nämlich. Dieser Dämon nimmt mit allen Menschen Kontakt auf, mit denen das abgetötete Baby einmal im Leben Kontakt gehabt hätte. Das heißt, wenn Sie in Ihrem Verwandtenkreis oder in Ihrem Bekanntenkreis jemanden haben, den Sie kennen und der abgetrieben hat, dann wissen Sie ganz genau, dass da ein Dämon da ist, der mit Ihnen Kontakt aufnimmt und Sie so beeinflussen möchte, dass sie diese Glaubenswahrheiten so weit leugnen, dass sie möglicherweise, und das ist der Wunsch natürlich des Teufels, so stark vom Glauben abfallen, dass sie möglicherweise eines Tages nicht mehr von Jesus Christus für das Fegefeuer sozusagen vorgesehen sind, sondern dass sie der Verdammnis anheimfallen können. Und das ist ja wirklich die absolute Hiobsbotschaft, um die es im ganzen Leben geht. Das ist die Hiobsbotschaft der Verdammnis. Denn wenn ich einmal verdammt bin und in die Hölle gekommen bin, dann ist Schluss, dann ist aus. Ich habe nie wieder mehr die Möglichkeit, aus der Hölle herauszukommen. Und das ist der große, begreifliche Schmerz, den ich Ihnen da mitteilen möchte. Denn wenn man in der Hölle ist, dann besteht absolute Hoffnungslosigkeit. Wie wir erst gehört haben, es gibt nichts Absolutes auf der Welt. Im Himmel ist man absolut glücklich, glückselig. Man hat absoluten Frieden. Und in der Hölle ist es so, sie haben absolute Hoffnungslosigkeit. Nämlich die Hoffnungslosigkeit, die Hoffnung, die normalerweise genährt werden kann durch die Möglichkeit, wieder aus der Hölle herauszukommen. Diese Möglichkeit gibt es nicht mehr. Die ist ihnen völlig genommen. Und sie wissen es. Sie wissen es, dass sie nie wieder rauskommen und nie wieder zu Jesus Christus kommen können. Und das ist die absolute Hoffnungslosigkeit. Und das ist der wahnsinnige Schmerz, den die Menschen in der Hölle erleiden müssen, weil sie einfach wissen, sie werden nie wieder Jesus Christus schauen. Und vor allem deswegen, sie können sie ja nur deswegen so schmerzhaft empfinden, weil sie bei der Verurteilung, bei der Verdammnis sehen durften, in einem einzigen Augenblick haben diese Seelen, die verdammt werden, dürfen sehen, was ihnen am Himmel entgangen ist. Also die dürfen in einem Moment dürfen sie sozusagen
alles, die ganze Glückseligkeit, den ganzen Frieden des Himmels, dürfen sie für einen Augenblick sehen. Und dann sind sie verdammt. Und mit diesem Wissen sind sie in der Hölle. Und das ist jetzt die absolute Hoffnungslosigkeit, die dadurch ausgelöst ist, für diese Menschen, die in der Hölle sind. Und es gibt so, so viele Dämonen auf der Welt, dass man, ich erzähle Ihnen noch ein Beispiel und dann gehe ich wieder auf ein anderes Thema. Sie hat mir gezeigt, weil ich es wissen wollte, wie wirkt sich das mit den Dämonen im Konkreten aus? Sie hat mir einen Familienvater gezeigt. Einen Familienvater, der beeinflusst durch Alkohol seine gesamte Familie ausgerottet hat. Und das nur aufgrund des Einwirkens von Dämonen. Der Familienvater war durch Alkohol so stark beeinträchtigt, dass er nicht mehr Herr über seinen Geist war. Das ist genau die Situation, wo die Dämonen dann voll auf diese Menschen übergreifen können. Das heißt, es waren da einige Dämonen, die dem Familienvater schon mehr oder weniger das Gewehr gedrückt haben. Denn der Familienvater selber hat sich dann, er ist befragt worden dann von der Polizei, er hat sich an nichts erinnern können. Er hat nicht gewusst, dass er seine Familie ausgerottet hat. Das hat mehr oder weniger schon, haben schon die Dämonen dann übernommen für ihn. Er war zwar das ausführende Organ, aber der Einfluss der Dämonen war so stark, dass er dann das sofort gemacht hat, dass er seine Frau erschossen hat, seine Kinder erschossen hat. Dieses Beispiel hat mir die Gottesmutter gezeigt. Und sind eben diese Situationen auch in der heutigen Zeit. Man liest oft in den Zeitungen, dass derartige Dinge passieren, wo man dann im Nachhinein immer wieder hört, der Täter kann sich an nichts erinnern. Oder die Täter geben dann an, ich war nicht mehr Herr über mich selbst, ich habe da eine innere Stimme gehört und. Und dann gibt es die gescheiten Psychologen, die dann das alles wieder wunderbar interpretieren, dass das eher ganz normal ist, wenn der Geist dann so stark durch zum Beispiel Alkohol oder Drogen oder sonst durch andere berauschende Mittel derart beeinflusst ist, da ist das normal, dass dann so etwas passiert. Nein, das ist nicht normal. Da haben die Psychologen nicht recht. Ich habe das im Jenseits anders sehen dürfen. Die Dämonen, die eben durch diese schwerste Sünde der Abtreibung hier auf Erden sind, beeinflussen genau diese Personen. Und immer wieder, wenn sie solche Dinge in den Zeitungen lesen, kann man davon ausgehen, dass hier Dämonen am Werk waren. Und man beruft sich ja gerade in diesen Dingen, in diesen Entscheidungen immer auf das Gewissen. Ja, wir sind gescheite Menschen, viele haben studiert, wir haben Gewissensbildungen und die Frauen, das wird den Frauen ja auch eingeredet von oben herunter, die Frauen dürfen über ihren eigenen Bauch bestimmen, so wie sie wollen. Das stimmt ja alles nicht. Ich habe das im Jenseits bei meinem Sterbeerlebnis ja ganz, ganz anders sehen dürfen. Die Gewissensbildung selber, das Gewissen selber ist ja, kann ja nie autonom sein. Das Gewissen ist mir da im Sterbeerlebnis sozusagen als Organ gezeigt worden, als rezeptives Organ, also das ständig was aufnehmen kann. Ich habe da gesehen, es ist mir da gezeigt worden, dass das Gewissen immer an den höheren Wert des Lebens gebunden sein muss. Das heißt, das Gewissen ist, wir haben Rezeptoren, können da die Meinung des Himmels sozusagen aufnehmen. Wir können die Lehre Christi sozusagen aufnehmen über das Gewissen. Und dass, wie es auch propagiert wird, dass die Abtreibung Menschenrecht ist und sein muss, das ist ja der größte Blödsinn. Also ich habe das ganz anders gesehen da bei meinem Sterbeerlebnis. Das kann niemals als Menschenrecht proklamiert werden, die Abtreibung. Das muss immer, das Gewissen ist immer an die höhere Instanz gebunden. In diesem Fall ist es Gott, das ist Jesus Christus mit den 10 Geboten. Wenn man sich nach den 10 Geboten hält und da steht eben drin, dass man nicht töten darf, dann darf ich da aus diesem Gebot nicht irgendetwas anderes konstruieren, um dann sagen zu dürfen, naja, so ein bisschen töten dürfen wir schon, so die ersten 3 Monate und dann ist es halt strafbar. Also das ist ja absurd, das geht doch jedem einigermaßen
massendenkenden, logisch denkenden Menschen ein, dass das nicht so sein kann. Das ist absolute Absurdität. Aber in der Öffentlichkeit wird das gemacht. Es werden Gesetze gemacht, wo man abtreiben darf, sprich, wo man töten darf. Man darf normalerweise, wenn man jetzt irgendwo hingeht und legt denen einen Revolver an und erschießt ihn, dann geht der 20, 25 Jahre hinter Gitter. Bei den kleinen Babys, die sich nicht wehren können, ist es erlaubt. Also das ist die Absurdität der Gesetzgebung der heutigen Zeit. Und deswegen kann man auch da viel besser verstehen, wenn Jesus Christus sagt, wir gehen einer Zeit entgegen, beziehungsweise wir sind ja schon mittendrin in dieser Zeit, wo so viel gesündigt wird. Ja, und so gäbe es noch viele, viele Punkte zu besprechen, die ich einfach aus Zeitmangel nicht besprechen kann. Ich möchte jetzt von diesen Dingen übergehen, dass man noch ein paar Dinge sagt über die Apokalypse. Und dann haben wir ein bisschen was Abgeschlossenes heute dann am Abend auch zustande noch gebracht. Ich habe natürlich auch viel von dem vergessen, was ich damals gesehen habe. Es ist mir viel in Erinnerung geblieben, aber ich habe vieles auch vergessen. Und da hat die Gottesmutter zu mir gesagt, ich werde dir, weil ich gesagt habe, ich kann mir das alles nicht merken, was ich da erlebt habe. Und sie sagt zu mir, ich werde dir alles in Erinnerung rufen zum rechten Zeitpunkt. Alles, was du brauchen wirst, werde ich dir in Erinnerung rufen zum rechten Zeitpunkt. Und das ist eigentlich nach diesem Sterbeerlebnis war ein paar Jahre nichts. Und dann hat das schön langsam begonnen. Da habe ich ein, zwei Dinge dann wieder erfahren, die ich schon vergessen hatte. Und so hat sich das immer mehr gesteigert. Es ist zum Beispiel, ich schreibe das immer nur in Stichworten auf, weil das teilweise jetzt so viel hereinkommt. Teilweise, wenn ich jetzt 2 Wochen keinen Vortrag halte, dann habe ich da wieder seitenweise nur Stichworte stehen, wo ich überall die ganze Geschichte dann erzählen kann. Da reicht es mir, wenn ich da 4, 5 Worte aufschreibe und dann weiß ich, worum es da geht. Und das passiert jetzt ganz massiv in dieser Zeit. Also ich habe alleine, wenn ich nur diese Woche jetzt hernehme, sind mir da alleine in dieser Woche, glaube ich, 10 oder 12 Geschichten wieder in Erinnerung gerufen worden, die ich mir dann einfach kurz notiere, damit ich sie vielleicht einmal erzählen kann. Ich brauchte hier nur mein kleines Notizbuchel anschauen. Da sind jetzt, glaube ich, 25 Seiten in Stichworte und wo fast jede Zeile eine Geschichte ist. Und ich habe, glaube ich, von 25 Seiten Stichworte noch keine 5 Seiten erzählt. Also so massiv kommt das jetzt herein. Und es ist einfach so groß gewesen, dieses Ereignis, dass wir irgendwann mal versuchen werden, trotzdem das auf CD zu bringen. Und wenn es einmal 20 sind, dann sind es halt einmal 20. Aber ich sage einfach, es sind so viele Informationen, die ich da unbedingt weitergeben möchte. Jetzt zum Thema Apokalypse. Da ist mir Folgendes gezeigt worden vor 37 Jahren. Ich bin da in einem Haus gewesen, gehe in diesem Haus in den ersten Stock hinauf und gehe da in ein Zimmer hinein und es hat kurz vorher stark geregnet und der Regen ist dann gewichen und ich sehe, wie sich da ein wunderbar schöner Regenbogen bildet. Und die Gottesmutter fragt mich da im Jenseits, was mir an diesem Regenbogen auffällt. Und ich habe dann noch etwas abgewartet und habe mir gedacht, na klar fällt mir das auf. Der Regenbogen ist nur orange und dunkelrot. Der Regenbogen hat keine anderen Farben, die sonst vorhanden sind, mit Gelb, Grün, Violett, Rot, diese Blautöne etc. Also ich habe nur diese ein, zwei Farben gesehen, dieses Orange und dieses Blutrot. Und dann hat sie gesagt, wenn du dieses Zeichen sehen wirst, wenn du dieses Wunder sehen wirst, befinden uns wir am Beginn der Apokalypse. Und dieses Wunder hat sich vor einigen Jahren abgespielt. Ich bin da in diesem Haus, das ich damals gesehen habe im Jenseits. Ich gehe in diesem Haus hinauf, in den ersten Stock, gehe in das Kinderzimmer meines älteren Sohnes hinein und plötzlich sehe ich, wie sich über diesen Ort
wo mein Haus steht, das ist in St. Oswald bei Freistadt jetzt, da habe ich Haus gebaut vor 12 Jahren, wie sich da ein riesengroßer Regenbogen bildet und über den ganzen Ort spannt. Und genauso in dieser Weise, wie ich es damals im Jenseits gesehen habe, ohne Regenbogenfarben, ohne den typischen, sondern nur mit dem orange-blutroten Ton. Und das ist jetzt, glaube ich, 9 Jahre dürfte das jetzt her sein. Ich habe mir damals leider keine Notizen gemacht, wann das genau gewesen ist. Aber es macht trotzdem nichts. Da hat sie eben gesagt, wenn du das sehen wirst, dann ist das der Beginn der Apokalypse. Und sie hat mir dann noch ein zweites Wunder im Jenseits gezeigt. Da bin ich auf der Straße gegangen, bin von einem Konzert nach Hause gegangen, gehe auf der Straße, gehe durch einen Torbogen durch, biege rechts ab, da ist eine Brücke drüber gegangen, biege rechts ab und dann bin ich stehen geblieben und dann habe ich auf den Himmel hinaufgeschaut. Es war Nacht und nach dem Konzert und ich schaue da hinauf und habe einfach gesehen, wie sich da plötzlich aus dem tiefsten Inneren des Weltalls zwei Lichtpunkte herausbilden. Und diese zwei Lichtpunkte sind immer näher gekommen. Das heißt, sie sind immer heller geworden. Die Intensität des Lichtes hat zugenommen, aber auch die Größe. Dadurch, dass sie näher gekommen sind, sind sie immer natürlich größer geworden. Und die sind dann darunter gekommen. Und ich habe dann gesehen, wie sie dann schon ganz nahe war. Das sind ja zwei Riesensterne. Und ich habe es momentan mit der Angst zu tun bekommen, weil ich glaubt habe, die erdrücken mich da jetzt. Die sind so nahe heruntergekommen, diese beiden Sterne, und sind dann in einer Höhe von circa einem halben Kilometer sind diese stehen geblieben. Und habe ich richtig die Steine der Sterne sozusagen sehen können. Dann sind die 30, 40, 50 Sekunden da stehen geblieben und haben sich dann wieder zurück ins Weltall bewegt. Das heißt, sie sind wieder verglommen. Und dann hat sich dieses Wunder vor meinen Augen noch einmal abgespielt. Also diese beiden Sterne haben sich wieder herausgebildet aus dem Weltall, sind wieder runtergekommen, sind da eine gute halbe Minute gestanden, in einem 500 Meter Entfernung ungefähr, und haben sich wieder zurückgezogen. Und wie ich das dann gesehen habe, hat die Gottesmutter zu mir gesagt, wenn du dieses Wunder sehen wirst auf Erden, dann befinden wir uns bereits in der Mitte der Apokalypse. Und ich habe vor 2 Jahren in Kärnten Dienst gehabt, an einem Tag in einem Krankenhaus. Am Abend bin ich dann zu diesem Konzert noch gegangen, weil ich mir diese Band anhören wollte. Und Bandspiel hat mich doch noch immer nicht ganz losgelassen. Ich habe selber fast 30 Jahre Band gespielt und gesungen und habe jetzt leider keine Zeit mehr dafür, bin jetzt 4, 5 Jahre weg. Und gehe da nach Hause nach diesem Konzert und da gehe ich genau über diese Brücke drüber, die ich damals im Jenseits gesehen habe und biege dann rechts ab und bleibe dann aufgrund einer inneren Stimme dann stehen und schaue aufs Firmament hinauf. Und plötzlich sehe ich da zwei Lichter, die sich aus dem ganz tiefen Weltall herausbilden und in meine Richtung runterkommen. Und dann ist es mir sofort geschossen. Das ist jetzt das Wunder, das mir damals die Gottesmutter gezeigt hat. Dann sind diese Sterne runtergekommen und sind da auf einem halben Kilometer stehen geblieben. Und das Schöne daran ist ja, dass ich da nicht alleine war. Es waren ja mehrere Konzertbesucher unterwegs und da waren ungefähr, ich denke mal so 20 Personen, die dieses Wunder auch miterleben durften. Die haben das gesehen und zwar war das in Wolfsberg in Kärnten vor 2 Jahren. Da hat sich das dann so abgespielt, die Frauen waren dabei, die haben dann zu schreien begonnen, weil die glaubt haben, sie wären erdrückt von diesen Sternen. Ich habe auch ein mulmiges Gefühl gehabt, weil mir gedacht hat, wenn die jetzt nicht bald da stehen bleiben, dann wären wir von diesen Sternen total erdrückt. Und die sind dann stehen geblieben und haben sich dann wieder, wie ich es gerade erzählt habe, wieder ins Weltall zurückgezogen und sind wieder verglommen. Und ich habe noch gedacht, ich habe ja das zweimal gesehen im Jenseits. Bin stehen geblieben, ein paar wollten dann schon weitergehen wieder und bin stehen geblieben und habe das abgewartet. In der Zwischenzeit sind andere Konzertbesucher von der Stadt herausgekommen und haben die anderen Konzertbesucher da angeschrien und haben gesagt, hey, was macht's denn da über? Was seht ihr da Lustiges? Warum schaut ihr da hinauf? Die haben das nicht gesehen. Die waren weiter weg und waren zwischen den Häusern drinnen.
Und die haben dann als Antwort zurückgegeben, hey, habt ihr das jetzt nicht gesehen, diese beiden Riesensterne, die da gestanden sind, eine halbe Minute und wieder ins Weltall zurückgegangen sind? Also, nein, haben wir nicht gesehen. In dem Moment hat sich dieses Schauspiel genau ein zweites Mal ereignet, genauso wie ich es damals im Jenseits gesehen habe. Und dann sind diese beiden Sterne wieder runter und dann sind aber da nicht mehr 20, 30 Personen gestanden, sondern da waren dann, ich weiß nicht, 70, 80, also es war für mich dann nicht mehr so richtig überschaubar. Da war diese große Menschenmenge, die da auf der Brücke gestanden ist und dieses Wunder, wie es sich das zweite Mal ereignet hat, auch sehen durften. Und da hat sie eben, wie schon erwähnt, gesagt, wenn du dieses Wunder sehen wirst, diese beiden Wunder, die sich da hintereinander ereignet haben, dann sind wir bereits mitten in der Apokalypse. Und das war jetzt vor 2 Jahren. Man darf aber, jetzt sage ich immer dazu, nicht den Fehler begehen, dass man sagt, okay, das andere ist jetzt 9 Jahre aus und das ist jetzt 2 Jahre aus, da liegen jetzt 7 Jahre dazwischen, dann wird das zweite kommen in 7 Jahren dann sein. Also diesen Fehler soll man nicht machen, weil der Beginn der Apokalypse, der mir durch diesen Regenbogen, durch dieses Wunder des Regenbogens gezeigt wurde, das war natürlich eine punktuelle Angelegenheit von dieser Zeit. Aber zum zweiten Wunder hat sie nicht gesagt, so wir sind jetzt punktuell in der Mitte der Apokalypse, sondern hier ist eine Zeit zu verstehen, die auch eine bestimmte Zeitspanne umschließt. Und so ist es auch zu verstehen, dass wir bereits jetzt in dieser Zeitspanne in der Mitte der Apokalypse uns befinden. Und dann kommt die Zeit hin, zum zweiten Kommen von Jesu Christi, hat sie mir erklärt, die Gottesmutter, wo dann kurz bevor es dann zum zweiten Kommen Jesu Christi kommen wird, dann eine große Drangsal über die ganze Welt kommen wird. Und über diese Drangsal, da habe ich sehen dürfen und immer wieder, ich sage das immer wieder dazu, damit die Leute nicht sagen, ja, der Lungenschmidt, der erzählt da was wann um passieren wird. Überhaupt nicht. Ich nenne auch hier keine punktuellen Zeitpunkte, weil ich sie selber schlicht und einfach nicht weiß. Ich denke einfach, dass auch sich der Himmel da immer wieder so mitteilt, dass er da keine punktuellen Zeitangaben macht. Und wenn Sie da über eventuelle kommende, in der Zukunft liegende Katastrophen, irgendwelche Daten hören werden, bestimmte Zeitangaben hören werden, dann können Sie davon ausgehen, dass das nicht stimmen wird, weil sich der Himmel einfach so, hab ich das immer erleben dürfen, im Jenseits der Himmel nicht in diese Richtung und in dieser Form einem eröffnet. Und eben in dieser Zeit dann, wenn es dem Ende der Apokalypse zugeht, da habe ich dann sehen dürfen, wie es zu einer langen Regenzeit gekommen ist. Also es hat unheimlich lange, lange geregnet. Es hat viele, viele Monate geregnet. Und es ist nichts mehr gewachsen. Ich kann mich noch erinnern, wie die Bauern, die ihre Felder bearbeiten wollten, sämtliche Traktoren zu Hause stehen mussten, weil die nicht mehr in die Felder reinfahren konnten, weil einfach die so aufgeweicht waren, dass einfach nach ein paar Metern diese Traktoren alle versunken sind. Also man kann die Felder nicht mehr bearbeiten, es wächst nichts mehr, es steht eine große Hungersnot in dieser Zeit dann bevor. Ich habe dann nach dieser langen Regenzeit eine große Kälte sehen dürfen. Also jenseits von 50, 60 Grad minus. Also zuerst war alles voll mit Regen, mit Wasser angesogen und dann war alles gefroren. Also der Boden war so steinhart, dass man überhaupt nichts mehr machen konnte mit dem Boden. Das heißt, immer wieder unter der Voraussetzung, ich sage das immer wieder dazu, wenn sich die Menschheit nicht bekehrt, der Himmel gibt uns immer wieder die Möglichkeit, uns zu bekehren. Wenn wir das nicht machen, dann greift Gott eben strafend ein. Und wenn ich jetzt schon bei dem Punkt strafend bin, dann möchte ich vielleicht das noch kurz anführen, dass ja auch immer mehr behauptet wird, dass Gott kein strafender Gott ist. Und Jesus Christus hat zu mir gesagt, wenn jemand dieses Argument verwendet, dass ich nur ein liebender
Gott bin, dass ich nur ein Liebender bin, hat er gesagt, dann sag ihnen, dass ich auch ein Gerechter bin. Mehr hat er zu diesem Thema nicht gesagt. Er hat nur diesen einen Satz gesagt. Dann sag ihnen auch, dass ich ein gerechter Gott bin. Und das heißt ja nichts anderes, dass er aufgrund seiner Gerechtigkeit, die er liebend ausführt, soweit wir noch hier sind auf Erden und uns entscheiden können mit unserem freien Willen für oder gegen Gott, auch strafend einwirken kann. Und wir wissen ja, die Bibel erzählt ja auch in vielen Geschichten, dass Gott strafend sich gezeigt hat, um einfach die sündigen Menschen wieder auf einen Weg zu bringen, der sie wieder zu Gott bringt und nicht Gott fern bringt. Und hier in diesem Zusammenhang ist natürlich auch die Aussage eines Priesters zu verstehen, der von der Öffentlichkeit, von den Medien gefragt wurde, ob die Katastrophe in New Orleans, ob das eine Gottesstrafe war oder nicht. Und dieser Priester hat dann einfach gesagt, wir dürfen darüber nachdenken, dass es sich auch eventuell um eine Gottesstrafe gehandelt hat. Er hat nicht gesagt, er hat nie gesagt, in keinem einzigen Satz hat er gesagt, das war eine Gottesstrafe. Das hat er nicht gesagt, er hat nur gesagt, überlegen Sie mal, was passiert ist in der Bibel. Und so, man kann darüber nachdenken. Und die Medien haben ihn dann natürlich zerrissen. Sie kennen diese Geschichte vom Herrn Dr. Wagner. Und wie ich das erste Mal gehört habe, mein erster Gedanke war, der muss einen besonderen Draht zum Himmel haben, denn der sagt genau das, was der Himmel will. Das war so mein erster Eindruck, als ich da ein Interview gesehen habe im Fernsehen vor einigen Jahren. Und er wurde dann später noch einmal diesbezüglich gefragt, bezüglich Tsunami, und da hat er sich in etwa auch so verhalten und da ist er dann wieder zerrissen worden. Und ich kann Ihnen sagen, dass er recht gehabt hat mit seiner Äußerung. Und alle anderen, die ihn verurteilt haben, das sind die den falschen Weg gehen, das sind die das Falsche behauptet haben. Ich weiß es von damals, vom Jenseits her, weil ich durfte diese drei markanten Gottesstrafen sehen. Es waren drei Gottesstrafen, und zwar der Tsunami, die Strafe, die Katastrophe in New Orleans und auch die vergangene Katastrophe, das große Erdbeben in Haiti. Diese drei Dinge hat mir der Himmel damals gezeigt. Es waren reine Gottesstrafen, um die Menschen einfach wieder von der sündigen Schiene, von der sündigen Linie abzubringen, hin zurück zu Gott. Über Tsunami will ich vielleicht nichts mehr sagen jetzt, weil die Zeit schon so weit fortgeschritten ist. Über New Orleans vielleicht auch nicht. Vielleicht noch ganz kurz über Haiti, wie sich das dort zugetragen hat, weil ich mich die Gottesmutter dann über das Land nach der Katastrophe geführt hat, damals im Jenseits. Und ich habe sie gefragt, ja, was ist denn da passiert im Land? Warum müssen denn da so viele Menschen jetzt leiden? Warum ist so viel zerstört worden? Das ist ja, ich habe damals sogar geäußert, ich empfinde diese Strafe viel, viel zu hoch, die Gott da angesetzt hat. Und dann hat mir die Gottesmutter Folgendes gezeigt. Sie hat mich mitgenommen auf den Strand. Da sind Menschen zusammengekommen, die, man würde heute sagen, die Regierungsmitglieder eines Landes, das waren so Häuptlinge, die haben sich da getroffen. Man hat eine große Feuerstelle gemacht, man hat viele Fässer Alkohol herangekarrt, auch das Fußvolk unter Anführungszeichen wurde eingeladen und war dann vorhanden. Und dann hat man da mit einer Zeremonie begonnen. Man hat Feuer angezündet, man hat ein kleines Ferkel, ein schwarzes Schwein dahergetrieben. Das hat man dann auf Spieße gespießt, aber lebend. Es wurde vorher nicht getötet, man hat es da drauf gesetzt. Dann hat man mit einem Messer, das ist mit dem Rücken, also mit dem Bauch nach oben, so ist es aufgespießt worden. Man hat dann einer dieser Häuptlinge
hat dann ein Messer genommen und hat den Bauch aufgeschnitten. Man hat sich ans Herz dieses Schweines vorgearbeitet und hat das Herz herausgeschnitten. Man hat dann in einem Gefäß das Herz zerstückelt und hat es da hineingeschnitten und hat auch Blut dazu herausgelöffelt. Und dann hat man diese Zeremonie veranstaltet, das Feuer wurde angezündet und das Ferkel wurde dann, also das Blut, Und diese Herzteile, die da zerstückelt worden sind, wurden dann unter diesen Regierungsmitgliedern aufgeteilt und jeder hat davon gegessen und hat essen müssen. Das habe ich so verspürt, dass die da essen müssen, auch wenn sich manche davor geekelt haben, die haben essen müssen. Und das übrige Fleisch ist dann, als es dann durch war, an die ganze Bevölkerung, die da anwesend war, aufgeteilt worden. Und diese Zeremonie hat dann so begonnen, dass man das Land Haiti dem Teufel geweiht hat. Und man hat das Ferkel sozusagen hier als Opferung, als Teufelssymbol da hergenommen und man hat diese Zeremonie durchgeführt. Und genau das hat mir damals die Gottesmutter gezeigt, dass sich das ganze Land von Gott abgewendet hat und dem Teufel verschrieben hat. Und ich hab gewusst, dass das weit zurücklegen musste. Ich habe keine Ahnung gehabt, in welche Zeit das hineingefallen ist, diese Feier, weil ich da auch andere Menschen gesehen habe und Häuptlinge gesehen habe und diese Kriegsbemalung gesehen habe. Und so wie sich also in unserer Zeit also die Menschen dort nicht mehr benehmen und bewegen. Und ich habe nur gewusst, das muss einige, ich weiß nicht, 100 Jahre zurückliegen, wo das passiert sein muss. Und da hat sie mir eben gesagt, das war dieses Erdbeben, war ein Versuch Gottes, die Menschheit dort in Haiti wieder zu sich, für sich zu gewinnen und vom Teufel abzubringen. Um es jetzt ein bisschen abzurunden, noch diese ganze Sache, möchte ich noch davon erzählen, von den Tagen der Finsternis. Das heißt, die Welt ist dann in diesen Tagen der Drangsal immer dunkler geworden. Das heißt, die Intensität des Sonnenlichtes muss irgendwie abgenommen haben oder war die Bewölkung dann so dicht? Ich kann nicht sagen, woher das gekommen ist. Jedenfalls ist es insgesamt immer dunkler geworden. Es ist dann so dunkel geworden, es ist zum Wirtschaftszusammenbruch gekommen, aber das können Sie ja auf der CD hören, das ist da eh schon oben. Es ist zum wirtschaftlichen Zusammenbruch gekommen. Und es ist insgesamt die Welt, das Licht in der Welt ist immer dunkler geworden. Bis dann ganz zum Schluss hin eine absolute, völlige Finsternis da war. Ich habe diese Finsternis, die ich da gesehen habe, am Schluss dann wieder so empfunden wie diese Finsternis zu Beginn des Sterbeerlebnisses. Nur ich bin da jetzt in dieser Finsternis zu Hause gewesen, in meinem Haus. Und ich wollte da Licht machen und ich konnte da mit einer Taschenlampe zum Beispiel kein Licht mehr machen. Normalerweise, wenn es hier herinnen finster ist und ich drehe eine Taschenlampe, schalte eine Taschenlampe ein, dann kann ich punktuell sozusagen diesen Raum ausleuchten. Da war überhaupt nichts mehr da. Ich habe die Taschenlampe aufgedreht, dann habe ich... Da ist kein Licht mehr von dieser Quelle, von dieser Lampe weggegangen. Ich habe dann geschaut, ob ich sie überhaupt angeschaltet habe. Dann habe ich geschaut, ja, die Taschenlampe ist angeschaltet, aber sie hat die Licht von der Quelle her, das Licht ist nicht mehr herausgekommen. Das heißt, das Licht hat die Finsternis nicht mehr durchdringen können. Es war eine derartige Finsternis, dass das nicht mehr durchgekommen ist. Und in dieser Zeit, ich habe dann Kerzen zu Hause gehabt und habe die Kerzen angezündet. Und das kann ich Ihnen jetzt sagen, da gibt es auch jetzt wieder Unterschiede, wenn diese Zeit kommen wird, wenn Sie geweihte Kerzen zu Hause haben und von den geweihten Bienenwachskerzen, dann sind das die Kerzen, die am besten leuchten. Es haben sonstige Leuchtkörper keine Kraft mehr, also wieder geweihte, es war wieder die Kraft des Himmels, muss da sein, um überhaupt in dieser Zeit sehen zu können. Sie finden von einem Stockwerk ins andere nicht, Sie finden von einem Zimmer ins andere
nicht. Sie finden nur deswegen hin, weil sie sich an der Wand entlang handeln. Ansonsten würden sie da nicht mehr reinfinden, so finster ist es. Aber was die Finsternis jetzt anbelangt, bitte zu Hause bleiben. Wenn Sie das Haus einige Meter verlassen, in diesen kurzen Tagen, ich weiß nicht, wie viel das sein werden, ich habe es jetzt im Nachhinein so um zwischen 3 und 4 Tage habe ich da das Gefühl gehabt, hat das gedauert, diese Finsternis, diese absolute Finsternis. Und in diesen Tagen zu Hause bleiben, bitte die Wohnungen, die Wohnungen, ihr Haus nicht verlassen. Wenn Sie draußen sind, wenn Sie einige Meter weg sind von Ihrem Haus, Sie sind derart verwirrt durch diese Finsternis, das kann sich keiner vorstellen. Sie finden ins eigene Haus nicht mehr zurück. Ich hab das sehen dürfen. Da zu Hause bleiben, vor allem auch die Fenster und die Türen geschlossen halten. Es sind die letzten Tage, ich habe das sehen dürfen, es sind die letzten Tage vor dem zweiten Kommen Jesu Christi. In diesen letzten Tagen, es sind immens viele Dämonen bereits auf der Welt durch diese vielen Abtreibungen. Es hat nur so gepoltert und gerumpelt. Ich bin im Wohnzimmer gesessen, meine Frau ist neben mir gesessen, meine beiden Kinder sind neben mir gesessen. Wir haben gebetet. Es hat draußen gepumpert und gepoltert. Ich habe geglaubt, die hauen mir die Fensterscheiben ein. Da hat mir die Gottesmutter gesagt, das sind die letzten Stunden, wo der Teufel noch vorwerken kann. Und wo die Dämonen noch vorwirken können. Und sie wollen einfach versuchen, ins Haus zu gelangen, um in den letzten Stunden noch Menschen zu finden, die sie für den Teufel, für die Hölle gewinnen können. Und das passiert auch auf eine ganz, ganz schlaue Weise. Der Teufel redet dann in diesen letzten Tagen, in diesen letzten Monaten, die Dämonen reden den Menschen ein. Ihr seht ja, es geht alles zu Ende, die Welt geht jetzt unter. Jesus Christus gibt es nicht, sonst hätte er euch geholfen. Jesus Christus hat euch belogen. In diese Weise werden die Dämonen dann arbeiten mit euch. Und da gilt es wirklich bis zum Schluss, bis zur letzten Sekunde durchzuhalten, bis Jesus Christus dann am Osten erscheint. Ich habe das dann auch sehen dürfen. Ich möchte euch da noch sagen, ich wollte in dieser Zeit, die Gottesmutter ist neben mir gestanden und hat es mir verboten. Ich bin zum Fenster hingegangen und wollte das Fenster aufmachen und die Großmutter reinlassen. Ich habe da draußen meine Großmutter gesehen und die Gottesmutter hat es mir verboten und ich wollte ihr da nicht gehorchen. Ich wollte das Fenster trotzdem aufmachen. Sie hat mich dann ganz harsch zurückgepfiffen sozusagen und hat gesagt, du darfst das nicht aufmachen. Und ich habe gesagt, da steht da meine Großmutter draußen. Ich will die Großmutter hereinlassen. Und die Großmutter hat gesagt, das ist nicht deine Großmutter. Das ist ein Dämon, der sich als deine Großmutter verkleidet hat und hat die Gestalt und das Gesicht deiner Großmutter angenommen. Also diese Mächte besitzen diese Dämonen. Sie können euch, wenn ihr nicht ganz tief im Gebet mit dem Himmel verbunden seid, kaum mehr erwehren, wie die dann arbeiten, um in den letzten Stunden noch so viel als möglich Seelen für die Hölle zu gewinnen. Und das hat sie mir eben da gezeigt. Und dann möchte ich jetzt ganz, ganz schön und entspannt und positiv abschließen. Wenn die Menschheit umkehrt, wird vieles von dem nicht passieren. Es wird diese Drangsal wird es geben. Wir können sie nach hinten versetzen und die Intensität der Drangsal können wir durch unser Gebet beeinflussen. Aber dass es dann passieren wird, das können wir dann nicht mehr beeinflussen. Und zwar hat die Gottesmutter mir gezeigt, wie wir uns indirekt an der Abtreibung schuldig machen. Und sie hat mir das ganz einfach so erklärt. Es wird eine Zeit kommen, wo man diese Gesetze wieder abändern will. Das heißt, wieder in Richtung, dass das wieder Strafe ist. Wenn man tötet ist sowieso Strafe, aber es wird wieder Parteien geben, die und Männer geben und Menschen geben, die einfach diese Abtreibung wieder verurteilen. Und da hat sie gesagt, wir machen uns alle indirekt an der Abtreibung schuldig und wir gehen deswegen auch ins Fegefeuer, hat sie gesagt. Wenn diese Zeit dann kommen wird
Und wenn es Personen oder Parteien gibt, die sich dezidiert gegen die Abtreibung stellen, beziehungsweise die sich nicht dagegen stellen, wenn wir diese Parteien oder Personen wählen, dann machen wir uns indirekt an der Abtreibung schuldig. Also wir laden Schuld auf uns. Und ich kann es von mir ganz offen sagen, es hat jetzt bei der Bundespräsidentenwahl hat es das erste Mal einen Menschen wiedergegeben in der Öffentlichkeit, der laut gesagt hat, wenn ich ans Ruder komme, ich werde die Abtreibung wieder abschaffen. Und da habe ich mich sofort an die Situation erinnert, wie sie mir die Gottesmutter damals gezeigt hat. Und ich kann es nur von mir sagen, ich habe diesen Menschen natürlich gewählt. Es war damals der Dr. Gehring, der da gewählt hat. Und da sagt sie, da kommt es nicht mehr drauf an, ob diese Menschen oder diese Parteien auf der politischen Ebene jetzt etwas bewegen können oder nicht. Da geht es jetzt ums Eingemachte. Wir müssen uns entscheiden für oder gegen Gott. Und wir machen uns dann indirekt schuldig, wenn wir Parteien oder Menschen wählen, die nicht, dezidiert nicht gegen die Abtreibung sind. Das wollte ich Ihnen auch noch auf den Weg mitgeben, weil es wird irgendwann wieder Wahlen geben und es werden wieder Menschen kandidieren und es gibt zurzeit keine Menschen mehr, auch nicht in der ÖVP, die gegen die Abtreibung werden. Das sage ich jetzt ganz offen auch noch dazu. Und jetzt noch das zweite Kommen ganz kurz. Diese Finsternis wurde dann abrupt abgebrochen. Es ist dann plötzlich ganz hell geworden. Ich habe gesehen, wie vom Osten her ein ganz, ganz heller Schein gekommen ist. Ich habe die Sonne gesucht, ich habe irgendwelche Leuchtkörper gesucht, weil es so hell geworden ist. Ich habe nicht gewusst, wo diese Helligkeit herkommt. Ich habe keine Sonne gefunden. Ich habe nur Helligkeit gesehen, so wie man sie im Sommer, im Juli, August, so wie wir jetzt sind in dieser Zeit, zu Mittag haben, wenn die Sonne um 13 Uhr am Zenit steht. Es war viel heller, es war noch viel heller als so ein wunderbarer Sonnentag. Und dann habe ich gesehen, wie vom Osten her scharenweise Engel mit diesem Licht mitkommen. Und dieses Licht, ich habe da nicht sehen können, was bedeutet dieses Licht, was steht hinter diesem Licht. Und die Intensität des Lichtes hat dann abgenommen, wie dann dieses Licht ganz hoch am Himmel gestanden ist, hat dann abgenommen und man hat gesehen, dass hinter diesem Licht eine Person steht. Ich habe diese Person noch nicht identifizieren können, wer es ist. Das Licht hat dann immer mehr abgenommen und in diesen Situationen, wo man noch nicht feststellen konnte, wer das ist, wer kommt da, haben sich noch immer viele Menschen bekehrt. Und diese Bekehrung ist dann auch noch angenommen worden von Jesus Christus. Und dann hat aber die Intensität so weit abgenommen, dass ich eine Person gesehen habe mit einer goldenen Krone am Kopf, ein Zepter in der Hand. Und ich habe dann gesehen, weil ich habe dann gesucht, ich war mir noch immer nicht sicher, wer ist das jetzt wirklich? Ich habe dann gesucht, ich habe die Beine dann angeschaut, er war barfüßig da und ich habe die Hände angeschaut und ich habe mir die Wundmale gesucht. Ich war wie der ungläubige Thomas dazumals, der hat die Wundmale auch sehen müssen und betasten müssen. Und ich habe es dann gesehen, dass diese Person Wundmale hat und dann ab diesem Zeitpunkt war es mir klar, das ist Jesus Christus. Und so ist Jesus Christus dann gekommen beim zweiten Kommen und es war wunderschön, er hat uns aufgenommen, er hat uns zugelächelt, er hat die Menschheit, die gesamte Menschheit geteilt. Er hat sie geteilt in krumme Seelen und in gerade Seelen. Genau diese beiden Worte sind gefallen. Krumme Seelen und gerade Seelen. Und die krummen Seelen hat er dann auf einen Ort verbannt und die geraden Seelen haben dann sozusagen weiterleben dürfen in einer tausendjährigen Friedenszeit, wo ich auch hineinschauen habe dürfen, wo ich gesehen habe, wie ein Kind am Boden gespielt hat und plötzlich ist da eine Schlange herumgekratzt, eine Giftschlange. Und die Giftschlange ist in ein Loch hineingekratzt und hineingegangen. Und ich sehe, wie das Kind
dieser Schlange nachkratscht und mit der Hand in dieses Loch hineingreift. Und ich wollte das Kind dort wegziehen. Und die Schlange ist dann herausgekommen. Die Schlange hat dem Kind nichts gemacht. Ich habe gesehen, wie sich Kinder an einer Löwenmähne gespielt haben. Also das ist dann sozusagen schon eine Art vorgezogenes Paradies, wo es keine Schlechtigkeiten mehr gibt, keine Sünden mehr gibt, wo man sich schon wie im Paradies fühlt. Und Jesus Christus hat dann auch gesagt, weil ich so viel vom Jenseits gesehen habe und auch von den Zeiten, die kommen werden, wenn ich das zweite Mal sterben werde und vor ihn treten muss, dann werde ich viel strenger beurteilt als vorher, weil ich so einen großen Einblick ins Jenseits bekommen habe und in die Lehre Jesu Christi. Und er hat auch dazu gesagt, alle Menschen, die von deinem Sterbeerlebnis hören, die dich bei den Vorträgen besuchen werden, auch diese Menschen werden strenger beurteilt werden, weil sie jetzt so viel wissen. Und das war das wunderbare, schöne Kommen, das zweite Kommen von Jesus Christus. Und über dem Ganzen steht, wie schon erst gesagt, wenn sich die Menschheit nicht bekehrt, dann wird Schlimmes passieren. Aber wir haben die Möglichkeit, uns nach den 10 Geboten Gottes zu orientieren. Wir haben die Möglichkeit der Sakramente. Wir haben die Beichtmöglichkeit. Wir haben die Möglichkeit, die Sakramentalien zu verwenden. Wir wissen, wie wir uns verwenden können im öffentlichen Leben, wie wir uns privat verwenden können. Da noch einmal meine Bitte an euch, Zeugnis für Jesus Christus in der Öffentlichkeit abzulegen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was Gott für euch dann Schönes vorhat im Himmel. Ich bedanke mich sehr herzlich für das Kommen und auch für das wirklich angenehme Zuhören. Es war sehr angenehm für mich, hier reden zu dürfen. Das Zurückkommen war folgendermaßen. Ich habe ja schon erwähnt, die Gottesmutter hat mir gesagt, du bist jetzt tot, du bist verstorben, du bist jetzt da im Jenseits. Mein Sohn gibt dir aber nochmals die Möglichkeit, entweder du kannst da bleiben, freiwillig, oder du darfst noch einmal zurückkommen. Und für mich war das im ersten Augenblick eine total klare Sache, dass ich im Himmel, im Jenseits bleiben möchte. Und ich habe dann aber trotzdem eine große Verbindung auf Erden verspürt. Und das war die Liebe meiner Mutter. Und ich habe mich dann aufgrund dieser Liebe noch einmal fürs Leben entschieden. Und wie es dann war, ich bin dann wieder natürlich noch in diesem Zahnarztsessel gesessen und habe gemerkt, dass die Menschen um mich herum, man hat versucht, da beim Brustkorb hat man mich furchtbar geschüttelt und gedrückt. Es waren diese Wiederbelebungsversuche. Und ich bin dann sukzessive in Schritten dann wieder zu mir schon langsam gekommen. Und ich habe noch gehört, dann wie der Arzt zu den Assistentinnen gesagt hat, aufhören, aufhören, aufhören. Er hat gesehen, dass ich gerade ein Auge aufgemacht habe und dass ich den Finger bereits wieder bewegen konnte. Ich konnte mich aber selbst dann zeitlang nicht bewegen. Sie haben mich dann auf eine Pritsche dort gelegt und da bin ich dann, ich weiß nicht wie lang, ich glaube 1,5 Stunden oder so irgendwas gelegen, weil ich nicht aufstehen konnte, ich konnte nicht gehen, bis sich dann das Gehirn von dieser Toxizität wieder erholt hatte und ich auch dann wieder motorisch was machen konnte und gehen konnte. Ich habe die Seelenschau gehabt in meinem Wohnzimmer. Wir sind da zusammengesessen in der Familie und plötzlich habe ich in meine eigene Seele sehen dürfen, und zwar habe ich die Seele so sehen dürfen, wie sie vor Gott dasteht, wie sie Jesus Christus sieht, mit allem, mit dem ganzen Leben, was er bis zu diesem Zeitpunkt da war in der Seele. Und diese Seelenschau hat sich dann weitergezogen, auch auf meine Familie. Auch die haben diese Seelenschau gehabt. Und ich denke, dass diese Seelenschau dann in dieser Zeit jeder haben wird. Auch wiederum als Rettungsanker für Jesus Christus. Ja. Weil es werden die Verwirrungen, werden dann in dieser Zeit
so groß und so stark sein, dass die Menschen nicht mehr wissen, was wahr ist und was nicht wahr ist. Und das betreibt der Diabolos. Die Gottesmutter hat mir das Wort Diabolos einfach zerlegt dazumals. Sie sagte, das kommt von dem Zeitwort Diaballein. Ballein heißt werfen, kommt aus dem Altgriechischen. Und Dia durchwerfen, das heißt durcheinander werfen, Diaballein. Und genau von diesem Wort Diaballein, von diesem Zeitwort, ist dann das Hauptwort abgeleitet worden, Diabolos. Und das ist genau die absolut richtige Bezeichnung für den Teufel, denn der Teufel macht nichts anderes, als die Menschen total geistig so weit durcheinander zu werfen, dass sie nicht mehr wissen, was wahr ist und was nicht mehr wahr ist. Diesen Zeiten gehen wir entgegen und so arbeitet der Teufel und die Dämonen, um eben in den letzten Monaten, Jahren, Monaten, Stunden so viel als möglich Seelen noch für die Hölle zu gewinnen. Das ist noch einmal eine Möglichkeit, die Seelenschau. Man sieht da drin, sie haben dann den Wunsch, sofort beichten zu gehen. Ich sage es Ihnen, wenn Sie in die eigene Seele dann schauen können, dann haben Sie das Erste, Ihnen fällt sofort ein, wo ist der nächste Priester, wo ich beichten gehen kann. Wenn jemand das reuevoll beichtet und sich dementsprechend dann auch so verhält, diese Reue, diese Jesus Christus hat gesagt, es gibt keine Sünden, die er nicht verzeihen könnte, außer die Sünde gegen den Heiligen Geist. Seien sie noch so blutrot, noch so scharlachrot, die Sünden. Er kann alle Sünden, bis auf die Sünden gegen den Heiligen Geist, kann er verzeihen. Und auch hier ist die Möglichkeit eines positiven Abschließen des Lebens möglich. Die Gottesmutter hat mir gezeigt, wie das Weihwasser dagegen wirkt. Sie hat mir gezeigt, was sich tut, wenn ich mir Weihwasser nehme, von zu Hause weggehe. Und wenn ich mir wieder Weihwasser nehme, wenn ich nach Hause zurückkehre. Und da hat sie gesagt, wenn man nach Hause zurückkehrt, in diesem Fall ist das Nehmen des Weihwassers noch wichtiger, als dass man Weihwasser nimmt, wenn man von zu Hause weggeht. Warum ist es noch wichtiger? Sie sind draußen, sie haben sich bekreuzigt im Haus, sind drinnen, gehen dann weg, gehen hinaus, nehmen Kontakt auf mit verschiedenen Menschen, auch die Dämonen nehmen mit ihnen Kontakt auf und die Dämonen sind bei ihnen da, die begleiten sie dann und sie gehen in ihre Wohnung, in ihr Haus zurück und sie nehmen diese Dämonen mit ins Haus hinein und versuchen dort natürlich wieder Kontakt mit ihren Familienangehörigen zu nehmen. Und hier hat sie gesagt, hier ist es ganz wichtig, das Weihwasser zu nehmen, wenn sie ihre Wohnung, ihr Haus betreten. Und ich habe das an meinem eigenen Körper sehen dürfen. Ich bin im Jenseits in mein Haus hineingegangen und habe diese dunklen Gestalten um mich herum gehabt. Und ich habe die Gottesmutter gefragt, was das ist. Ich fühle mich da irgendwie belästigt. Sie hat mir diese Dämonen sozusagen sichtbar gemacht. Und sie hat gesagt, ich soll das Weihwasser nehmen, dann sind sie weg. Ich habe mich bekreuzigt mit dem Weihwasser und dann waren die weg. Die waren draußen dann. Ich habe erst die beiden Finger eines Priesters angesprochen, die geweihten Finger eines Priesters habe ich angesprochen. Und die Gottesmutter hat gesagt, am Tabernakel, das heißt auch der Umgang mit den Hostien, nur die geweihten Hände eines Priesters haben beim Tabernakel zu sein, sozusagen, wie hat sie es ausgedrückt, nur die geweihten Hände eines Priesters haben sozusagen etwas zu suchen in diesem Bereich. Ich wollte selber wissen, wie es sich da unter den Religionen verhält, ob es da eine Hierarchie gibt, ob es eine oberste Spitze gibt, etc. Ich habe die Antwort bekommen, die römisch-katholische Lehre ist die oberste Lehre aller Religionen. Und deswegen haben wir ja die Probleme jetzt, die Angriffe des Papstes, weil man ihn von da runterholen will. Die römisch-katholische Kirche hat als einzige Religion auf der Welt den Wahrheitsanspruch. So habe ich die Antwort bekommen. Alles, was die Lehre der römisch-katholischen Kirche beinhaltet, alle Glaubensgrundsätze, alles, was in der Bibel steht, das ist wahr. So habe ich die Auskunft des Himmels bekommen, vom Himmel bekommen. Und die römisch-katholische apostolische Kirche ist die oberste Instanz aller Religionen. Und das habe ich einfach so zur Kenntnis genommen, weil ich mir denke, die Gottesmutter hat mich nicht belogen.